kommen wir schon zum Einzelplan des Auswärtigen Amtes mit dem Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Außenpolitik ist erkennbar zurück auf der politischen Tagesordnung und das in einer Dringlichkeit, die sich kaum jemand von uns gewünscht hätte, nicht einmal die Außenpolitiker in den unterschiedlichen Fraktionen dieses Parlaments oder anders, ganz richtig, vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist kein Jahr her. Da hatte man den Eindruck, konnte den Eindruck gewinnen, unter den politischen Disziplinen sei die Außenpolitik vielleicht diejenige, die schon auf die rote Liste der aussterbenden Arten gehört. Fall der Mauer, Ende der Blockkonfrontation, deutsche Wiedervereinigung. Manche haben gedacht, wenn es nicht das Ende der Geschichte ist, dann ist es doch aber der Anfang vom ewigen Frieden. Und wir haben gedacht, viele von uns jedenfalls, jetzt beginnt die Zeit, in der die jährliche Auszahlung der Friedensdividende kommt und der Bedarf an klassischer Außenpolitik des 20. Jahrhunderts, dieser Bedarf schien sozusagen schon gedeckt. Große Teile des politischen Feuilletons und nicht nur da, die haben sich überboten darin, den Bedeutungsschwund von Außenpolitik mit immer neuen Argumenten zu belegen. Und wer dagegen geredet hat, der kann sich erinnern, der wurde dann gleich als politischer Nostalgiker behandelt. Sie wissen, meine Damen und Herren, ich war da immer anderer Meinung. Mit dem Fall der Mauer war der Kalte Krieg zu Ende. Den mutigen Bürgerinnen und Bürgern in Polen, der früheren DDR und denen, die geholfen haben in Tschechien, Ungarn und anderswo, gebührt unser Dank. Aber was war passiert? Die alte Ordnung mit ihren zynischen Gewissheiten, die die Welt in zwei Lager geteilt hat, Ost und West, die war hinweggefegt. Aber eine neue Ordnung war eben nicht entstanden. Im Gegenteil, 25 Jahre nach dem Mauerfall ist die Welt immer noch auf der Suche nach einer neuen Ordnung. Und sie wird es bleiben, mit ganz neuen Spielern auf der Weltbühne in Asien und Südamerika, die eben nicht nur um wirtschaftlichen Einfluss suchen, sondern auch um politische Macht ringen, wo neue Interessen und natürlich auch neue Konflikte um Interessen entstehen. Die Welt wird multipolar, ja, aber das macht sie ganz offenbar nicht einfacher. Und deshalb, meine Damen und Herren, was viele nicht geglaubt hätten, das zeigt sich eben jetzt im Konflikt um die Ukraine. Der Kalte Krieg wirft seine langen Schatten immer noch auf diese neue, veränderte Welt. Und dieser Konflikt um die Ukraine, der holt uns zurück auf den harten Boden der Realität. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist jetzt nicht Zeit für Rückschau und Rechtfertigung, sondern jetzt ist Zeit zu handeln. Wenn wir eine neue Spaltung Europas verhindern wollen, dann kommt es jetzt darauf an, auf eine kraftvolle und kluge deutsche Außenpolitik im Bündnis mit unseren Nachbarn und der Europäischen Union. Das ist das, was wir tun. Und inmitten dieser Welt, die seit 25 Jahren auf der Suche ist nach einer neuen Rangordnung, neue Interessenskonflikte austrägt, da ist dennoch auf diesem Kontinent etwas gewachsen, was aus den Jahrhunderten von Kriegen und Konfrontationen in Europa eben heraushakt. Eine europäische Sicherheitsarchitektur, die uns geschützt hat vor dem Rückfall in Gewalt. Ich könnte es auch anders sagen und sagen, nach endlosem Leid, Abermillionen von Opfern und Toten, ist sie in jahrzehntelanger Arbeit mühevoll von vielen Generationen von Politikerinnen und Politikern errichtet worden. Eine Sicherheitsarchitektur mit Verzicht auf nationale Eiferei, mit Versöhnung, mit guter Nachbarschaft, mit transatlantischen Beziehungen, mit Ostpolitik, mit KSZE, mit europäischer Integration, dem Abriss des Eisernen Vorhangs, der Annäherung von Ost und West. Und weil das alles so ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, da sage ich auch, jetzt, wo an der Grenze Europas gezündelt wird, da müssen sich die Staaten Europas geschlossen vor dieses Friedenswerk stellen. Wir dürfen nicht erlauben, dass dieses in Jahrzehnten gewachsene Friedenswerk in wenigen Wochen zerstört wird. Wir dürfen das nicht zulassen. Dagegen werden wir uns mit aller Macht stemmen, meine Damen und Herren.
Und ich glaube, dass das einer der vielen Gründe dafür ist, weshalb wir seit Beginn des Jahres etwas intensiver als sonst schon über die Verantwortung unseres Landes in der Welt reden. Ich habe in meiner ersten Rede oder einer meiner ersten Rede hier in meiner zweiten Amtsperiode davor gewarnt, die Wahrnehmung von Außenpolitik zu sehr aus der Öffentlichkeit und aus der Politik zu verdrängen. Und habe gesagt, wir sind ein wenig zu groß und ein wenig zu wichtig, um internationale Politik immer nur von der Seitenauslinie zu kommentieren. Andere erwarten da mehr von uns, mehr als Schulnoten, die wir von hier aus vergeben, mehr als öffentliches Reden und kraftvolle Statements. Wenn es Not tut und wenn es nicht kontraproduktiv ist, eben auch Einmischung, mindestens aber Engagement. Und ich erinnere uns alle daran, nicht nur durch Tun, auch durch Unterlassen können wir uns schuldig machen, wenn die Möglichkeit des Handelns besteht. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das ist gemeint. Mit Verantwortung in der Außenpolitik ist nicht gemeint eine Militarisierung der Außenpolitik. Verantwortung ist kein mehr oder weniger verschlüsseltes Codewort für Militäreinsätze. Außenpolitik kann Militäreinsätze als Ultima Ratio nicht ausschließen, aber sie ist eben das Gegenteil von militärischer Eiferei. Sie ist ihrem Wesen nach auf Verhinderung von gewaltsamen Konflikten ausgerichtet, auf die Vermeidung von Sackgassen, Automatismen, auf die Vermeidung von Eskalationen ohne Exit. Das ist der Weg, für den deutsche Außenpolitik weiter stehen will. Und für diesen Weg, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich mir der Unterstützung dieses Hauses ganz gewiss. Herzlichen Dank dafür. Nun mag der Weg, den ich damit beschreibe, gelegentlich etwas anstrengend und ich kann versichern, häufig sogar frustrierend sein. Es verlangt auch Mut. Das ist sogar riskant, diesen Weg zu gehen, weil das Risiko des Scheiterns immer leichter sichtbar wird als bei langdauernden militärischen Konflikten. Und dennoch, aus meiner Sicht, bleibt es der einzige Weg, der unserer Verantwortung gerecht wird. Schwierig auch deshalb, weil politische Lösungen, über die ich rede, eben langsamer reifen als die öffentlichen Erwartungen. Die öffentlichen Erwartungen, das verstehe ich ja auch, die sind getrieben von Sorgen. Zu Recht. Oder öffentliche Erwartungen sind getrieben von Bildern. Ich kann jede dieser Sorgen, jede Ungeduld im Angesicht von solchen Krisen, ob Ukraine, ob Syrien oder in afrikanischen Konflikten, ich kann jede Sorge verstehen. Und dennoch warne ich vor der Erwartung an einfache oder sogar ganz schnelle Lösungen. Ich sage im Gegenteil, das ist mein Credo, meine Damen und Herren. Wo andere kopflos handeln, da dürfen wir es nicht auch noch sein, sondern für Vernunft in der Außenpolitik stehen, meine Damen und Herren. Das ist jedenfalls die Haltung, mit der ich mit meinen beiden Kollegen aus Polen und Frankreich am 20. und 21. Februar nach Kiew gereist bin, im Wissen um die Risiken, dass das Ganze auch schiefgehen kann, und im Wissen um die Verantwortung, die man dann übernimmt, wenn man hinfährt. Und ich kann Ihnen versichern, auch am Ende dieses Tages, nach 30 Stunden Verhandlungen, als das Blutvergießen beendet war, niemand von uns dreien hat sich irgendwelche Illusionen gemacht, noch vor Abfahrt aus Kiew. Noch bevor wir überhaupt wussten, dass Herr Janukowitsch an diesem Tag sein eigenes Land und die Menschen in der Ukraine im Stich lassen wird, haben wir gesagt, das ist allenfalls ein Zwischenschritt, aber das, was erreicht ist, ist nicht die politische Lösung. Und leider erleben wir eben jeden Tag, wie berechtigt diese Befürchtung war. Wenige Tage später eskalierte die Krise erneut. Auch durch die politisch inakzeptable, verfassungswidrige und völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Und ich sage auch hier noch einmal, ich habe es öffentlich viele Male gesagt, wer 7 Jahrzehnte nach Kriegsende beginnt, bestehende Grenzen in Europa mutwillig zu korrigieren, der verletzt eben nicht nur Völkerrecht, sondern öffnet eine Büchse der Pandora, aus der Unfrieden, wenn das zum Modell wird, immer wieder neu entstehen wird.
selbst wenn wir in Europa auch nicht jeden Tag alles richtig machen, meine Damen und Herren. Dafür trägt Russland die Verantwortung. Aber was bedeutet das? Auch wenn wir sagen, Russland trägt die Verantwortung für die Lage, wie sie jetzt entstanden ist, so kann uns die weitere Entwicklung in diesem Raum, in der Ukraine und in der Nachbarschaft der Ukraine eben nicht gleichgültig sein. Es ist ein Konflikt in unserer allernächsten Nachbarschaft. Und meine Hoffnung ist immer noch, dass Russland es am Ende so sieht, dass weder Russland noch die Europäische Union ein Interesse daran haben kann. Keiner ein Interesse daran haben kann, dass in dem Raum zwischen uns die Ukraine politisch und wirtschaftlich kollabiert. Und das ist der Grund dafür, weshalb wir gesagt haben, das kann uns nicht gleichgültig sein. Wir werden versuchen, Hilfe zu organisieren über den IWF, über die Europäische Union. Aber das wird auch bilateral stattfinden müssen. Und es geht dabei doch, weiß Gott, nicht nur um Geld. Was steht an in der Ukraine? Ein Kampf gegen die Korruption, der auch für viele von uns Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt Geldleistungen tätigen. Eine Reform der Verwaltung, die von Grund auf stattfinden muss. Eine Reform des Justizwesens, das wieder Vertrauen schafft in eine ordentliche Justiz. Eine Dezentralisierung, von der man nur ganz vage Vorstellungen hat in der Ukraine, weil sie dort nie betrieben worden ist. Und überall ist eben nicht nur guter Rat, sondern tatkräftige Unterstützung gefragt. Deshalb sind nicht nur einzelne Fachminister der Regierung jetzt in Kiew und in der Ukraine gewesen, sondern wir haben in der vergangenen Woche auch die Staatssekretäre aus 5 Bundesministerien dort gehabt, die einen Tag lang mal abgeglichen haben, wo ist der Bedarf an Unterstützung und Beratung, der jetzt geleistet werden muss. Und daraus werden wir ein Programm stricken. Und ich darf mich noch einmal ganz herzlich bedanken, auch für die Bereitschaft, hier aus diesem Hohen Hause eine Parlamentarierdelegation gerade jetzt in diesen Tagen in die Ostukraine zu schicken, um zu sagen, ihr seid nicht vergessen. Das ist ganz besonders wichtig. Und deshalb sage ich auch in Verantwortung für die deutsche Außenpolitik herzlichen Dank für die Initiative und diejenigen, die reisen. Das alles ist notwendig zur Stabilisierung, aber es bringt uns den politischen Lösungen nicht näher. Und deshalb greift unser Ehrgeiz, muss unser Ehrgeiz darüber hinausgreifen. Sie haben gesehen, wie mühevoll es war, die internationale Staatengemeinschaft davon zu überzeugen, eine Beobachtermission auf den Weg zu schicken. Das ist Gott sei Dank gelungen. Auch das hat uns nur eine kleine Atempause gebracht. Und Sie sehen, dass selbst in der Atempause jetzt in der Ostukraine, in Donetsk, Luhansk und anderen Städten täglich die Lage immer wieder neu eskaliert. Man kann nur froh und dankbar sein, dass bisher keiner die Nerven verloren hat, dass keine Opfer zu verzeichnen sind. Aber es zeigt uns täglich, wie riskant das ist. Und deshalb bleibt mein Credo, es muss uns jetzt im nächsten Schritt gelingen, das zu realisieren, worüber wir öffentlich jetzt seit vielen Wochen sprechen, nämlich Russland und die Ukraine in ein direktes Gespräch miteinander zu bringen über das, was jetzt zu tun ist in den nächsten Tagen und Wochen, begleitet durch die Europäische Union und durch die Vereinigten Staaten. Und ich hoffe, dass das, was viele Tickermeldungen jetzt schon wissen wollen, dass diese internationale Kontaktgruppe, auf die wir hinarbeiten, Tag für Tag, dass diese internationale Kontaktgruppe jetzt vielleicht in der kommenden Woche ihr erstes Vorbereitungstreffen haben wird und dann ihre Arbeit aufnehmen wird. Das ist notwendig, meine Damen und Herren, und ich hoffe, wir kommen dahin. Wir konzentrieren uns auf die Ukraine, aber irgendjemand hat heute Morgen in der Debatte bereits kritisiert, uns gerät dabei etwas aus dem Blick, dass in Syrien weiter gestorben wird. Deshalb muss es uns gelingen, uns in den nächsten Wochen auch wieder intensiver um den Bürgerkrieg in Syrien zu kümmern, um den Nahostfriedensprozess. Ich werde mit dem amerikanischen Außenminister heute noch telefonieren über den Stand der Gespräche, über die Krise des nahöstlichen Friedensprozesses. Und ich werde am Wochenende in Hiroshima sein. Der
Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, der vielen Opfer und Toten dort gedenken, auf dem Rückweg über China nach Chinas Verantwortung. Chinas Verantwortung im Sicherheitsrat bei den jetzt anstehenden Fragen, etwa zur Haltung der Ukraine, zu diskutieren. Meine Damen und Herren, das alles ist wichtig, aber genauso wichtig ist auch eine deutsche Schule in Athen oder Mexiko, ein Wasserkraftwerk in Angola, die Polizistenausbildung in Afghanistan, die Chemiewaffenvernichtung in Syrien, ein deutsch-afrikanisches Rechtsinstitut in Dar es Salaam oder ein deutsch-russisches Jahr der Literatur. Wenig beachtet in der Öffentlichkeit, die Sanktionsdebatten viel wichtiger findet und aufregender, aber eben in der Gesamtheit unverzichtbar. Und deshalb ein abschließendes Wort. Wir müssen auch die klassische Außenpolitik muss erkennen, dass die Konflikte auf der Welt sich verändern, dass konfessionelle, religiöse und ethnische Dimensionen in internationalen Konflikten inzwischen eine große Dominanz gewonnen haben und dass wir unseren Blick eben auf die Welt verändern müssen. Mit den geostrategischen Ansätzen des 19. und 20. Jahrhunderts werden wir uns Lösungen nicht mehr nähern können. Sondern es kommt darauf an, Henry Kissinger hat schon gesagt, Außenpolitik ist Perzeption. Wir müssen versuchen, noch besser und noch stärker mit den Köpfen anderer zu denken, mindestens uns in die Köpfe hineinzuversetzen. Und dazu ist auswärtige Kultur- und Bildungspolitik eben erforderlich. Den Austausch, den das Goethe-Institut organisiert, die vielen Studenten, die der DAAD zueinander bringt und viele, viele andere Initiativen. Meine Damen und Herren, wir werden das auch brauchen, weil wir in einer demografischen Situation sind, in der wir älter werden und viele neue, junge Leute bei uns brauchen. Ich bin ganz gewiss, es wird nicht reichen, dass wir an den Botschaften Broschüren der deutschen Hochschulen auslegen, sondern wir werden in diese Länder hineingehen, wir werden ihnen über deutsche Sprache einen Kontakt mit unserem Land vermitteln müssen und Ehrgeiz, Interesse für unser Land zu einem Zeitpunkt wecken, wenn sie ganz früh in der Schule sind und nicht am Ende ihrer Bildungslaufbahn angekommen sind. Deshalb sage ich Ihnen, Außenpolitik ist in diesem Bereich der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik nicht nur jeden Euro wert, sondern mit Blick auf die nächsten Jahre sollten wir gemeinsam schauen, wie viel Abstand wir zu Frankreich, Großbritannien und vielen anderen Staaten noch aufzuholen haben. Herzlichen Dank Ihnen allen. Vielen Dank. Der Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier eröffnete hier die Debatte zu seinem Einzelplan, nämlich dem Einzelplan für das Auswärtige Amt. Aber in diesen Tagen geht natürlich der Blick und muss der Blick weg von den Zahlen gehen auf das aktuelle Weltgeschehen. Natürlich die Lage in der Ukraine wird hier nicht nur bei der Rede vom Bundesaußenminister, sondern auch in der weiteren Debatte eine große Rolle spielen. Da ist der Bundesaußenminister ja auch in enger Abstimmung mit der Kanzlerin, die auch heute Morgen in der Generaldebatte kritische Worte gegenüber Russland fand. Die Zahlen werden natürlich hier auch zum Tragen kommen. Der Etat des Auswärtigen Amtes ist einer der kleineren mit 3,63 Milliarden Euro. Ein Haushälter kann darauf einen Blick werfen, beispielsweise Michael Leutert für die Linksfraktion jetzt. Mit anderen intensiver und kreativer darüber nachdenken, wie wir den Instrumentenkasten der Diplomatie ausstatten und für kluge Initiativen nutzbar machen. Und nun ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Wir haben die Stunde der Haushaltsberatung. Und ich möchte Sie fragen, wie viel Geld sind Sie denn bereit zu geben für die kreativeren Ideen, für die klugen Initiativen oder für die Ausstattung des diplomatischen Instrumentenkastens? Und Sie haben hier einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der gibt eine Antwort darauf, und Sie kennen die Antwort, Herr Außenminister. Sie geben nichts dafür. Sie geben nicht mehr, sondern Sie nehmen. Noch immer bewegt sich der Anteil des Auswärtigen Amtes am Gesamthaushalt bei ungefähr 1%. Das war schon vor 10 Jahren so, daran hat sich nichts geändert. Es geht 1,2, vorher waren es 0,9, wir sind bei ungefähr 1%. Dass es aber auch anders geht, kann man sehen, wenn man zum Beispiel in den Bereich Bildung und Forschung schaut. Alle Fraktionen waren sich einig vor Jahren, in diesem Bereich muss mehr getan werden. Und aus diesem Grund ist der Etat im Bereich Bildung und Forschung von 8 auf mittlerweile fast 14 Milliarden Euro, das sind 6 Milliarden Euro mehr, angewachsen. Das heißt, wenn der politische Wille da ist, kann man etwas tun.
Im Bereich ziviler Außenpolitik allerdings, wo die Aufgaben nun nicht kleiner sind, Sie haben es angesprochen, Syrien oder die Ukraine, die arabischen Länder oder die vielen Brennpunkte in Afrika, derzeit Mali und die Zentralafrikanische Republik, also wo die Aufgaben unermesslich groß sind, da sind wir gerade einmal bereit, 3,5 Milliarden Euro auszugeben. Und in den eigentlich wichtigsten Bereichen, die in den 3,5 Milliarden Euro versteckt sind, da kürzen Sie auch noch. Zum Beispiel im Bereich Abrüstung und Rüstungskontrolle 2 Millionen Euro weniger. Im Bereich Krisenprävention, Friedenserhaltung, Konfliktbewältigung ebenfalls 2 Millionen weniger. Und Afrika wird derzeit ganz groß geschrieben bei uns in der Politik, auch in der Afrika-Initiative 1 Million weniger. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war ein freudscher Versprecher, aber ich freue mich, dass sich so viele angesprochen fühlen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist exakt der falsche Weg. Was wir brauchen, ist mehr, Sie sind gern eingeladen, ist mehr Geld in der zivilen Außenpolitik. Herr Steinmeier, haben Sie Mut? Die Linke unterstützt Sie dabei. Ich habe soeben die Afrika-Initiative angesprochen und es wurde groß angekündigt, ein neues, umfassendes Afrika-Konzept. Zusammen mit der Entwicklungshilfeministerin, mit dem Entwicklungshilfeministerium, dem Verteidigungsministerium. In der öffentlichen Wahrnehmung hat derzeit allerdings Frau von der Leyen die Federführung. Von derzeit aktuell 15 Auslandsmandaten finden 8 in Afrika statt. Und damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht die Glaubwürdigkeit der Außenpolitik verloren. Ich kann es einfach niemanden übel nehmen, der denkt, es geht Deutschland nur um mehr militärische Präsenz im Ausland. Wir sind derzeit in einer Schieflage zwischen militärischem und zivilem Engagement im Ausland, die wir als Linke so nicht hinnehmen werden. Und dann wird es eben auch für Sie schwierig, liebe Kollegen von der Koalition, wenn es auch mal um einen Einsatz geht, der etwas sinnvoller ist, das in der Öffentlichkeit zu erklären. Schauen Sie bitte nach Mali. Dort haben wir in den letzten Jahren 225 Millionen Euro an Entwicklungshilfe investiert. Jetzt wird für den Bundeswehreinsatz werden 100 Millionen Euro ausgegeben. Wir müssen uns doch fragen, was dort schiefgelaufen ist. War es zu wenig Geld, was eingesetzt wurde? Ist das Geld falsch eingesetzt worden in Mali? Oder was sind die Gründe, dass islamistische Fundamentalisten dort die Oberhand gewinnen konnten? Und ich bin davon fest überzeugt, dass es so ist, dass überall, wo soziale Schieflagen existieren, wo Armut um sich greift, genau dort haben es Extremisten. Und da ist es egal, ob es islamisch-fundamentalistische Extremisten wie in Mali oder ob es faschistische Gruppen wie in der Ukraine sind. Dort haben sie leichtes Spiel. Und aus diesem Grund, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es eben dringend notwendig, präventiv in der Außenpolitik aktiv zu sein. Es ist notwendig, nachhaltig zivile Maßnahmen im internationalen Bereich, Maßnahmen, die Armut beseitigen und Demokratie und Sicherheit stärken. Das sind im Übrigen die besten Garanten dafür, dass die Bundeswehr überhaupt nicht eingesetzt werden muss. Das ist langfristige Friedenspolitik und deshalb ist es zwingend erforderlich, dass die Mittel für Abrüstung, Rüstungskontrolle, Friedenserhaltung erhöht werden. Sie hätten für diese Maßnahmen die volle Unterstützung der Linken. Danke. Danke, Herr Kollege. Nächster Redner Dr. Andreas Schockenhoff für die CDU-CSU-Fraktion. Und Andreas Schockenhoff ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lage in der Ukraine und die Beziehungen zu Russland sind heute ein wesentlicher Schwerpunkt in dieser Debatte und das ist auch richtig. Denn durch die völkerrechtswidrige russische Annexion der Krim ist die Lage in Europa grundlegend verändert worden. Europa ist unsicherer geworden. Unsere Nachbarn im Osten, insbesondere die baltischen Staaten, aber auch die Polen, fühlen sich existenziell bedroht. Und nicht zuletzt befinden wir uns mit Russland in einem geostrategischen und in einem systemischen Wettbewerb um die Ukraine. Das hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Außen-, Sicherheits- und Europapolitik. Mit der Unterschrift unter das Assoziierungsabkommen hat die Europäische Union diesen Wettbewerb angenommen. Nicht mit militärischen Drohungen, Erpressung oder Landraub, sondern mit den Mitteln der Softpower und des Völkerrechts. Das sind die Mittel des 21. Jahrhunderts, auch wenn es der schwierigere Weg ist. Und es wird auch erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, das müssen wir klar sagen.
Wir müssen die Zusammenarbeit der EU und der Ukraine zu einer Erfolgsgeschichte machen. Denn es geht nicht nur um die Ukraine, es geht um Frieden, Sicherheit und die Stärke des Rechts in ganz Europa. Zum Zweiten erfordert es eine Überprüfung der bisherigen EU-Russland-Politik. Landraub und Völkerrechtsbruch sind keine Kavaliersdelikte. Russland hat Vertrauen zerstört. Natürlich muss auch weiterhin mit Russland gesprochen und verhandelt werden, mit dem Ziel, diese schwierige Lage zu entspannen. Aber eine strategische Partnerschaft, eine Modernisierungspartnerschaft und eine G8 sind nicht möglich, solange nicht von Russland durch konkrete Maßnahmen eine neue Grundlage dafür geschaffen wird. Und zum Dritten erfordern Russlands Politik des Rechts des Stärkeren und sein militärisches Drohen auch Konsequenzen für unsere NATO-Politik. Abschreckung und Détente, das glaubten wir in Europa bereits überwunden. Leider ist es jetzt wieder aktuell geworden. Doch ich bin überzeugt, dass wir diese Herausforderungen erfolgreich bewältigen werden. Durch Geschlossenheit der EU und im Bündnis, durch Festigkeit in unseren Werten und Prinzipien und durch den politischen Willen, unsere Zusammenarbeit mit der Ukraine zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Die EU hat die politische Kraft und die wirtschaftliche Stärke, diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Sie hat dafür mit ihren westlichen Finanzpartnern die erforderlichen Finanzmittel und das politische und wirtschaftliche Know-how. Deshalb war die schnelle Finanzhilfe von EU und IWF an die Ukraine als erster Schritt so wichtig. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir die Lage nüchtern und vor allem realistisch analysieren, müssen wir uns vor Fehleinschätzungen hüten. Ich möchte drei Beispiele nennen, wo ich die Gefahr dafür sehe. Erstes Beispiel. Es wird gesagt, wir sollten unsere östlichen Nachbarn nicht in eine Entweder-oder-Situation drängen. Das ist eine sehr problematische Aussage. Denn das haben wir, das hat die EU nie getan. Und dann sollten wir das auch nicht so formulieren. Es war doch ausschließlich Russland, das die Ukraine vor eine solche Entscheidung stellte und immer noch stellt. Beispielsweise im Herbst letzten Jahres, als Russland durch Einfuhrverbote und mit der Drohung mit Gaspreisanhebungen eine Unterschrift unter das Assoziierungsabkommen verhinderte. Und es ist doch ausschließlich Russland, das heute mit militärischen Drohungen an der Grenze, mit Gaspreisanhebungen um 80% und mit Destabilisierungsversuchen, insbesondere im Osten des Landes, die Ukraine von einer engeren Anbindung an die EU abzuhalten versucht. Mein zweites Beispiel. Es wird gesagt, weder die östliche Partnerschaft der EU noch die Abkommen, die die EU mit ihren Partnern schließt, sind gegen Russland gerichtet. Ja, das ist richtig aus westlicher Sicht, aus unserer Sicht. Und deswegen war es ein Fehler, dass die EU nicht Moskaus berechtigte wirtschaftliche Interessen im Osten der Ukraine im Vorfeld der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens berücksichtigt hat. Und es muss auch nachgebessert werden. Genauso richtig ist aber auch, dass Moskau nicht verstehen will, dass die Politik der östlichen Partnerschaft nicht gegen Russland gerichtet ist. Wer den Russen genau zugehört hat, konnte seit Jahren wissen, dass Moskau ein Problem damit haben würde, wenn die Ukraine eines Tages mit dem Assoziierungsabkommen eine enge Anbindung an die EU eingehen würde. Die Zollunion und die Eurasische Union waren Instrumente, um das zu verhindern. Und diese Instrumente haben sich als untauglich erwiesen, weil sie gleichermaßen geprägt sind von politischer Hegemonie und mangelnder wirtschaftlicher Attraktivität. Und das wollen die Ukraine und andere östliche Partner nicht. Es wäre deshalb gut, wenn wir uns ganz klar darauf einstellen, dass Russland alles tun wird, um eine engere Anbindung der Ukraine
und beispielsweise auch Moldaus an die EU zu verhindern. Denn in seinem Nullsummendenken betrachtet Moskau dies als Machtverlust und nicht als Chance, mit stabilen, demokratischen, rechtsstaatlich und wirtschaftlich modernen Nachbarn zusammenarbeiten zu können und davon zu profitieren. Nein, im Gegenteil, solche stabilen und demokratischen Nachbarn werden in Moskau als Bedrohung gesehen, weil sie das eigene autokratische System und die Elitenkleptokratie infrage stellen. Denn nichts wird die Politik in Moskau mehr unter Reformdruck setzen als ein Erfolg der Modernisierungspolitik in der Nachbarschaft. Und das will Moskau nicht. Das ist der Grund, warum wir endlich verstehen müssen, dass es sich hierbei nicht nur um einen geostrategischen Wettbewerb handelt, sondern auch um einen systemischen Konflikt. Wir sind für die Menschen, übrigens nicht nur in der Ukraine, schlichtweg attraktiver. Genau in diesem Kontext, liebe Kolleginnen und Kollegen, steht mein drittes Beispiel. Es wird gesagt, in einer Kontaktgruppe solle auch darüber gesprochen werden, wer welchen Beitrag zur Stabilisierung der Ukraine leisten kann. Denn schließlich habe Russland kein Interesse an einem kollabierenden Staatswesen in seiner Nachbarschaft. Zumindest im Augenblick ist das westliches Wunschdenken. Aber es entspricht überhaupt nicht dem Nullsummendenken Moskaus. Ein Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Ukraine kann man Moskau zwar durchaus unterstellen. Es hat das Interesse, dass die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftspartnern in der Ostukraine funktioniert. Und das ist auch legitim. Aber warum sollte Russland sich sonst an einer Stabilisierung in der Ukraine beteiligen, wenn es ihre engere Anbindung an die EU verhindern will und russische Vorherrschaft anstrebt? Die Gaspreiserhöhungen und das Drängen auf eine Föderalisierung der Ukraine, in Wahrheit geht es hierbei um die staatliche Zerschlagung der Ukraine, sind es nicht genau die Maßnahmen, um in seiner Nachbarschaft ein kollabierendes Staatswesen herbeizuführen, an dem es angeblich kein Interesse habe? Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir uns darauf einstellen, dass Moskau vorerst keinen Beitrag zur Stabilisierung leisten, sondern weiterhin alles tun wird, um die Wiederaufbaubemühungen von EU und IWF zu stören. Es wird versuchen, die mit dem langen und belastenden Transformationsprozess einhergehende Unzufriedenheit der Bevölkerung auszunutzen, um gegen die Regierung in Kiew Widerstand zu schüren und den EU-Partner zu destabilisieren. Wir sehen es jeden Abend im Fernsehen. Es wird versuchen, das Land zu spalten. Donetsk, Kharkiv sind wiederholte Beispiele dafür. Auf diese Realität müssen wir uns erst einmal einstellen. Und wenn sich Moskau irgendwann doch anders verhalten sollte, umso besser. Wir sind froh, wenn das so bald wie möglich geschehen würde. Was bedeutet das jetzt für unsere Beziehungen zu Russland insgesamt? Ich sage ganz deutlich, die Europäische Union und die NATO haben nach wie vor ein strategisches Interesse an einer engen Zusammenarbeit mit einem starken, politisch und wirtschaftlich modernen, rechtsstaatlich demokratisch verfassten und auch so handelnden Russland. Eine stabile und prosperierende Entwicklung Europas wird am besten mit Russland zu erreichen sein. Dieser Grundsatz ist nach wie vor richtig und er muss der langfristige Leitgedanke unserer Russlandpolitik bleiben. Wir stehen zur kooperativen Sicherheit mit Russland. Aber das setzt die Einhaltung von Spielregeln und Verträgen voraus. Jetzt aber ist mit der Annexion der Krim eine völlig andere Lage geschaffen worden. Und dem müssen wir durch eine Überprüfung unserer Russlandpolitik Rechnung tragen. Das Wichtigste ist Geschlossenheit. Denn insbesondere die EU muss davon ausgehen, dass Russland wie schon in der Vergangenheit versuchen wird, sie zu spalten. Die künftige Zusammenarbeit mit Russland sollte deshalb von drei Kernfragen geprägt sein. Erstens, wie machen wir uns unabhängiger von Russland
Das wird insbesondere für eine neue Betrachtung der gesamten EU-Energiepolitik gelten, um die zum Teil sehr hohe Abhängigkeit einiger Staaten von russischem Öl und Gas zu verringern. Zweitens, was wollen wir von Russland? Russland muss alles tun, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Es muss als erstes sein militärisches Drohpotenzial zurückziehen. Die russische Regierung muss überzeugend darlegen, dass sie ein echtes Interesse an erneuerten, breiten und nicht wie in der letzten Zeit selektiven EU-Russland-Beziehungen hat. Und dazu gehört, dass auch Russland die berechtigten Interessen der gemeinsamen Nachbarn berücksichtigt, auf hegemoniale Konzepte verzichtet und mit diesen Nachbarn auf der Grundlage der Gleichberechtigung zusammenarbeitet. Und drittens, was wollen wir mit Russland? Klar ist, Russland braucht die Europäische Union mehr als umgekehrt. Deshalb sollten wir uns nicht ständig fragen, was wir Russland anbieten können, damit es zur Zusammenarbeit zurückkehrt. Es ist Russland, das jetzt am Zug ist, so hat es Außenminister Steinmeier kürzlich formuliert. Beispiel Modernisierungspartnerschaft. Es kann künftig nur um eine echte Modernisierungspartnerschaft gehen. Und das heißt, solange die russische Regierung darunter auch weiterhin nur die Lieferung von westlichem Know-how und Investitionen versteht, nicht aber auch die Modernisierung der Gesellschaft, Rechtsstaatlichkeit, weniger Korruption, mehr Partizipation, gibt es für eine Erneuerung der Modernisierungspartnerschaft keine Grundlage. Beispiel Wiederaufnahme der Visagespräche. Ja, wir wollen, dass die sogenannten normalen Russen, die jungen Menschen, die Mittelständler oder die Vertreter der Zivilgesellschaft in den Genuss von Visaerleichterungen kommen, aber keine Bevorzugung von Dienstpassinhabern. Es ist nicht akzeptabel, dass die sowieso schon Privilegierten des Systems auch noch Visaprivilegien bekommen. Jetzt wird von manchem in der EU der russische Vorschlag einer gemeinsamen Freihandelszone von Vladivostok bis Lissabon ins Spiel gebracht. Ja, das ist ein sinnvolles Zukunftsprojekt, aber auch hier gilt, was ich eben sagte, Russland muss die Souveränität seiner Nachbarn respektieren, und das ist derzeit weder bei der Ukraine noch bei Moldau noch bei Georgien der Fall. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch ein Wort zur NATO-Russland-Zusammenarbeit. Russland hat die NATO-Russland-Grundakte in vielen Punkten verletzt, aber das ist kein Grund, dass auch die NATO dieses Abkommen verletzt. Deshalb war es richtig, die konkrete militärische Zusammenarbeit einzustellen, aber den NATO-Russland-Rat als Gesprächsforum zu erhalten, um zu einer kooperativen Zusammenarbeit zurückkehren zu können. Und es ist auch richtig, dass sich Deutschland am Air Policing für die baltischen Staaten aktiv beteiligt. Ich halte es zudem für erforderlich, dass die NATO dem Bedrohungsgefühl unserer polnischen Nachbarn Rechnung trägt, durch temporäre Stationierungen, beispielsweise das Vorziehen bereits geplanter Manöver, aber nicht durch permanente militärische Stationierungen. Und was schließlich die Diskussion über die Frage einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine betrifft, so stellt sich diese Frage absehbar nicht, aus den bekannten Gründen. Doch wir sollten nicht Moskau zu Recht die Missachtung der Souveränität der Ukraine vorwerfen, aber selbst gleichzeitig ihre Souveränität in der freien Wahl des Bündnisses infrage stellen, indem wir sagen, die Ukraine kann kein NATO-Mitglied werden. Das widerspricht übrigens klar der Beschlusslage der NATO. Also wie gesagt, diese Frage stellt sich absehbar nicht. Meine Damen und Herren, der SPD-Vorsitzende Gabriel hat Ende März in einer großen deutschen Tageszeitung dazu aufgerufen, für die Solidarität mit der Ukraine auch wirtschaftliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Besonders die Europäer müssten beweisen, so Gabriel, dass es ihnen um mehr gehe als eine rein ökonomische Zweckgemeinschaft. Dazu gehöre, ich zitiere, den Demokraten in der Ukraine wirtschaftlich und politisch zu helfen, in den Aufbau dieses Landes nachhaltig und langfristig zu investieren und im Zweifel auch bereit zu sein, auf wirtschaftliche Vorteile in den Außenbeziehungen zu Russland so lange zu verzichten,
bis Konflikte auf dem Kontinent wieder am Verhandlungstisch gelöst werden und dies die Sicherheit aller europäischen Nachbarstaaten gewährleistet ist. Herr Kollege. Ende des Zitats. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich denke, wir sollten uns von dieser realistischen und zugleich werteorientierten Außenpolitik leiten lassen. Dann werden wir Erfolg haben. Danke. Andreas Schockenhoff war das. Für die Unionsfraktion in einigen Punkten war er, was die Lage in der Ukraine und die Beziehung zu Russland anbelangt, nicht ganz auf einer Linie mit dem Bundesaußenminister. Der ist inzwischen, das war ganz interessant zu beobachten, im Gespräch gewesen mit der Kanzlerin. Jetzt wechseln die beiden wieder ihre Plätze. Also der Bundesaußenminister und die Kanzlerin eigentlich bislang, was die Lage in der Ukraine und die Beziehung zu Russland anbelangt, ja, in enger Abstimmung. Jetzt hören wir, was die Grünen dazu sagen. Friedhof Schmidt. Wir Grüne finden, dass Sie das gut gemacht haben. Mein Respekt für Ihren persönlichen Einsatz. Es war gut, das Weimarer Dreieck aus Frankreich, Polen und Deutschland als Handlungsebene zu nehmen. Es gibt einen Punkt, an dem wünschen wir uns ein entschlosseneres europäisches Vorgehen. Das ist der Stopp aller Waffenexporte nach Russland. Das darf nicht weitergehen. Ansonsten begrüßen wir, dass der Drei-Stufen-Plan der Europäischen Union bisher mit dem nötigen Augenmaß umgesetzt wurde. Und wir unterstützen Sie gerade auch dann, wenn Sie sich in der NATO für die dringend nötige Zurückhaltung in dieser Situation einsetzen. Das kann man leider nicht von allen Mitgliedern der Bundesregierung behaupten. Die Ansagen der Europäischen Union sind klar und notwendig, aber Säbelrasseln durch Spekulationen über Truppenverlegungen und maßlose historische Vergleiche, ich denke da an Frau von der Leyen und an Herrn Schäuble, sind in dieser gefährlichen Lage völlig verfehlt. Klar ist jetzt wohl allen, dass wir eine Grundsatzdebatte über die Beziehungen zu Russland brauchen. Die bisherige Strategie einer strategischen Modernisierungspartnerschaft ist vollständig gescheitert. Putin betreibt schon lange eine repressive und modernisierungsfeindliche Innenpolitik, und nun kommt noch die hegemoniale Aggression gegen die Ukraine hinzu. Europa braucht friedliche Partnerschaft mit Russland, keine Frage. Daran müssen wir arbeiten. Aber es braucht auch keine Kumpanei mit einem autoritären Regime. Das muss auch klar sein. Und da will ich ein Wort an die Linke richten. Gregor Gysi hat uns wegen unserer Kritik an Putin vorgeworfen, wir seien russenfeindlich. Ich sage Ihnen dazu, wir unterstützen und bewundern das demokratische Russland von Pussy Riot. Und Sie beschönigen die nationalistische, autoritäre Herrschaft von Putin. Das ist der Unterschied zwischen uns. Wir sorgen uns um die Bürgerrechtler von Memorial und nicht um die Staatskapitalisten von Gazprom. Und das ist die Aufgabe einer demokratischen Linken in Europa. Aber das verstehen Sie einfach nicht. Zurück zur Regierung. Herr Außenminister, in anderen wichtigen Bereichen der Außenpolitik haben wir deutliche Kritik. Ich beginne mit dem EU-Afrika-Gipfel in der letzten Woche. Hier haben Sie leider eine falsche Politik fortgeführt. Seit 2007 belastet der Konflikt um die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen die Beziehungen zu den afrikanischen Staaten sehr. Es ist völlig unverständlich, dass weiterhin von den afrikanischen Ländern eine Marktöffnung von 75 oder 80% gefordert wird, die dann ganze Wirtschaftszweige dort gefährdet. Das schadet den Zielen unserer eigenen Entwicklungspolitik, unserer eigenen Außenpolitik, und das darf die Bundesregierung nicht weiter mitmachen. Und die Drohung Anfang Oktober, den europäischen Markt für die Produkte aller afrikanischen Länder dicht zu machen, die solche Abkommen bis dahin nicht unterzeichnen, ist eine unwürdige Erpressung. Das muss vom Tisch. Das ist doch keine partnerschaftliche Außenpolitik auf Augenhöhe mit Afrika. Und das ist auch eine Angelegenheit des Außenministers. Wir beraten ja heute den Haushalt. Deutschland hat Finanzierungszusagen gegeben für das Erreichen der Millenniumsziele und der internationalen Klimaschutzziele. Das ist eine zentrale außenpolitische Frage in Bezug auf Deutschlands Rolle in den Vereinten Nationen. Halten wir diese Zusagen ein oder nicht? Haben wir wenigstens einen Plan zum Erreichen des 0,7%-Ziels bei den Entwicklungsmitteln? Die Kanzlerin hat das immer wieder versprochen. Im Haushaltsplänen ist davon nichts, aber auch gar nichts zu erkennen. Und das ist ein außenpolitisches Versagen.
weil es hier um unsere globale Verantwortung geht. Meine Damen und Herren von der Koalition, auch in Bezug auf das transatlantische Verhältnis haben wir Kritik an Ihrer Politik. Bei den Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen eiern Sie bei den zentralen Konflikten immer noch herum. Im Abkommen sollen sogenannte außergerichtliche Schiedsgerichtsverfahren zwischen Investoren und Staaten verankert werden. Amerikanische Unternehmen könnten dann, damit die Europäische Union oder ihre Mitgliedstaaten in Milliardenhöhe verklagen, wenn sie ihre Gewinnchancen durch neue ordnungspolitische Vorschriften gefährdet sehen. Das wäre der GAU für unsere europäischen Umwelt- und Sozialstandards. SPD-Minister äußern sich kritisch. In der Union ist man gleichzeitig dafür und in Bayern dagegen. Was will denn nun die Bundesregierung? Das muss doch eine klare Ansage geben. Hier müssen Sie handeln. Und das ist nur die Spitze vom handelspolitischen Eisberg. Unter der Überschrift der regulatorischen Kooperation wird offensichtlich über eine Art Handelsverträglichkeitsprüfung für alle europäischen Gesetzgebungsprozesse verhandelt. Höhere, neue Standards wären dann in Europa automatisch nur noch im Einvernehmen mit den USA erreichbar. Das wäre die Unterordnung unserer Demokratie unter Wirtschaftsinteressen. So dürfen die transatlantischen Beziehungen nicht gestaltet werden. Das ist eine Schlüsselfrage unserer Außenpolitik. Das kann man nicht ans Wirtschaftsministerium delegieren. Setzen Sie sich für einen Stopp der TTIP-Verhandlungen ein und einen Neustart mit einer reduzierten Agenda nach der Wahl der neuen EU-Kommission. Das wäre eine wichtige europapolitische Initiative, die Sie ergreifen sollten. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Kollege Schmidt. Der nächste Redner ist für die SPD Nils Annen. Und Nils Annen ist der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, eins steht wohl außer Frage. Die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land diskutieren über Außenpolitik. Sie machen sich auch Sorgen, ob die Nachkriegsordnung, die stabile politische Ordnung durch die jüngsten Ereignisse in Frage gestellt wird. Und sie registrieren auch, dass es nicht immer einfach ist, Antworten zu geben, dass wir um die richtigen Antworten hart ringen müssen, bevor wir zu Entscheidungen kommen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Außenminister, aber auch die Bundeskanzlerin haben in den vergangenen Wochen seit dem Ausbruch der Krise um die Ukraine in enger Abstimmung alles erdenklich Mögliche für eine diplomatische Lösung des Konfliktes in der Ukraine getan. Und deswegen sage ich auch hier, Frank-Walter Steinmeier hat recht, wenn er sagt, man darf Staaten, auch die Ukraine, nicht vor eine Entweder-oder-Situation stellen. Selbstverständlich ist die Ukraine, sind Georgien, die Republik Moldau eingeladen, in enger Kooperation mit der EU zu arbeiten. Wir wollen das auch. Aber das darf doch nicht bedeuten, dass sich mit einer Entscheidung für eine Assoziierung mit der EU eine Entscheidung gegen die Zusammenarbeit mit Russland verbindet. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, eine Ja- oder Nein-Entscheidung ist doch auch deswegen unrealistisch, weil diese Länder ja Nachbarn Russlands bleiben werden. In der Nachbarschaft ist man gut beraten, miteinander auszukommen. Aber dieser Hinweis, liebe Kolleginnen und Kollegen, der richtet sich natürlich auch im Anblick der jüngsten Entwicklung vor allem in Richtung Moskau. Und dort habe ich schon meine Zweifel, ob das richtig verstanden worden ist. Gleichzeitig aber gilt auch, nicht jeder Debattenbeitrag der letzten Tage und Wochen aus der EU oder der NATO war immer hilfreich. Kraftmeierei, Planspiele zur schnellen Ausdehnung der NATO und Aufrüstung derselben, wie wir sie regelmäßig vom noch Generalsekretär Rasmussen zur Kenntnis nehmen mussten, all das ersetzt nicht den mühsamen Weg, das Ringen um eine vernünftige, nachhaltige politische Lösung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Gegenteil. Wenn wir, und Herr Kollege Schockenhoff, Sie haben von einem geostrategischen Wettbewerb gesprochen, wenn wir die Antwort in der Kategorie geben, in der Herr Putin denkt, dann haben wir doch schon verloren, weil wir damit den Charakter des europäischen Projektes und die Grundlage für unseren kooperativen Ansatz doch selber zur Disposition stellen. Das, liebe Kolleginnen, das kann doch nicht der richtige Weg sein. Richtig ist, Russland scheint zurzeit vor Kraft kaum laufen zu können.
Dabei schrumpft die Wirtschaft, Kapital wird abgezogen, die Modernisierung stockt. Gerade deswegen setzen wir weiter auf Kooperation und Gespräche und auch auf eine Kontaktgruppe, die der Außenminister vorgeschlagen hat. Aber auch klar zu sagen, das ist notwendig. Ankündigungen alleine haben wir in den letzten Tagen häufig gehört. Und dass diese Ankündigungen nicht umgesetzt worden sind, hat ja auch dazu beigetragen, dass Vertrauen verloren gegangen worden ist. Und es ist gut, dass die Minister miteinander reden. Aber wir müssen jetzt Taten sehen, und die Haltung Moskaus gegenüber auch den jüngsten Entwicklungen im Osten der Ukraine lassen doch daran zweifeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja auch hier im Hause häufig nach dem Charakter der Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik gefragt worden. Wir haben auch die ein oder andere polemische Debatte hier dazu geführt. Ein Blick auf die letzten Wochen zeigt, es ist eine Politik, die auf Dialog setzt, auf die Überzeugungskraft der eigenen Argumente und die gesamte Bandbreite der Außenpolitik nutzt. Eine Politik, die sich nicht der Verantwortung entzieht und die sich auch nicht hinter Floskeln versteckt. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Vorwurf der Militarisierung erweist sich als das, was er stets war, eine Karikatur. Und ich möchte das anhand von zwei Beispielen einfach noch mal ins Gedächtnis rufen. Die neue Bundesregierung hat die Politik ja verändert gegenüber der Frage der Vernichtung syrischer Chemiewaffen. Wir werden ja in diesem Haus darüber entscheiden. Das ist ein konkreter Beitrag zur Stärkung der internationalen Strukturen und zur Abrüstung. Das ist ein Teil der neuen deutschen Außenpolitik. Und dasselbe gilt auch für die Debatte, die wir über Afrika hier geführt haben. Eine sehr angemessene Debatte, wie ich finde, zur Frage in Ruanda. Wir stellen uns der Verantwortung. Und ich muss auch sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, ich hatte in der Debatte um Zentralafrika angesichts der dramatischen Situation offen gesagt eigentlich eher die Frage erwartet, tut die Bundesregierung eigentlich genug? Sie haben von Beihilfe zum Krieg gesprochen, und ich glaube, das zeigt, in welche Richtung die Debatte geht. Das ist nicht angemessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben, wie ich finde, einen positiven Trend in der Entwicklung des Haushaltes. Das kann insbesondere im Bereich der Krisenprävention sicherlich auch noch besser werden, und wir werden das in den Beratungen auch hier mit einbringen. Aber was ich wichtig finde, ist, dass die zentralen Bereiche der deutschen Außenpolitik gestärkt worden sind durch den Etatansatz, der hier vorliegt, aber vor allem durch Regierungshandeln. Und es war einer der Vorgänger von Frank-Walter Steinmeier im Amt des Außenministers, der in großer Klarheit ausgesprochen hat, was leider in unserer Geschichte nicht immer selbstverständlich war. Wir wollen ein Volk guter Nachbarn sein, im Inneren wie nach außen. Und diese von Willy Brandt ausgegebene Richtschnur, die prägt weiterhin unsere Außenpolitik. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Annen. Das Wort hat Stefan Liebig für Die Linke. Stefan Liebig ist Obmann für Die Linke im Auswärtigen Ausschuss. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Annen, dann haben Sie offenbar gestern nicht zugehört. Die Frage, die Sie hier vermisst haben, hat der Kollege Movasat gestellt. Er hat gefragt, warum tut die Bundesregierung nicht mehr in Zentralafrika? Der Unterschied ist, dass er nicht nach mehr Soldaten gefragt hat, sondern nach mehr humanitärer Hilfe. Aber die Frage ist hier ganz klar gestellt worden, und die werden wir auch weiterstellen. Es ist angesprochen worden vom Außenminister, dass wir uns auch in dieser Debatte und auch in den nächsten Wochen und Monaten um Syrien kümmern sollen. Und ich will das hier in meinem kurzen Beitrag tun. In dem schrecklichen Bürgerkrieg, der in Syrien geführt wird, der von allen Seiten mit unglaublicher Brutalität geführt wird, sind inzwischen 140.000 Menschen ums Leben gekommen. Nachdem auch noch Massenvernichtungswaffen in diesem Krieg eingesetzt wurden, hat der UN-Sicherheitsrat klugerweise entschieden, dass diese Massenvernichtungswaffen außer Landes gebracht und vernichtet werden sollen. Dass die Bundesregierung sich daran beteiligt, dass sie diesen Einsatz schützt und dass diese Reststoffe hier in Munster vernichtet werden, finde ich eine richtige Entscheidung. Ich finde es gut, dass unser Land sich an der Zerstörung von Waffen beteiligt. Das ist das Zweitbeste, was Deutschland tun kann. Das Beste wäre es, gar nicht erst Waffen zu exportieren.
Nun ist es ja kein Geheimnis, dass es dazu bei uns in der Fraktion eine Kontroverse gibt und manch einer wundert sich darüber. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin gern in einer Fraktion, die sich schwer damit tut, Soldaten ins Ausland zu schicken und deshalb führe ich die Debatte auch sehr gerne. Ich möchte darüber hinaus das Thema der Flüchtlinge ansprechen. Frau Göring-Eckardt hat das heute schon in ihrer Rede getan. Der Krieg geht ja, obwohl die Chemiewaffen außer Landes gebracht und vernichtet werden sollen, in unverminderter Härte weiter. Es sind mittlerweile 2,5 Millionen Syrerinnen und Syrer aus dem Land geflohen. Über 5 Millionen Syrer sind in Syrien auf der Flucht. Wenn wir uns dann anschauen, dass Jordanien jetzt den 1-millionsten Flüchtling aufgenommen hat in einem Land mit 6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, dann müssen wir schon die Frage stellen, was machen wir eigentlich? Unser Land mit so einer großen Wirtschaftskraft, mit 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, kann mehr tun und muss auch mehr tun. Und es wird hier, und das finde ich sehr gut, über Fraktionsgrenzen hinweg daran gearbeitet, dass der Bundestag endlich auch ein Zeichen setzt in diese Richtung. Wir möchten daran gerne mitwirken. Offene Grenzen für Menschen in Not, das ist unser Ziel. Weiter zum Thema Flüchtlinge. Die Welt am Sonntag hat an diesem Wochenende berichtet, dass syrische Flüchtlinge einen Termin in der Beiruter Botschaft mit bis zu 2.000 Dollar erkaufen müssen. Schuld daran ist ein Computerprogramm in der Botschaft, das in übrigens, habe ich heute gerade vom Auswärtigen Amt erfahren, über 100 Botschaften der Bundesrepublik Deutschland weltweit eingesetzt wird, angreifbar ist und Kriminelle machen sich diese Angreifbarkeit zunutze und dann wird damit Geld verdient. Es wird Geld damit verdient, das Auswärtige Amt hat das bestätigt, durch Kriminelle von Menschen, die um ihr Leben fliehen, die dadurch auch noch mal extra ausgebeutet werden. Außerdem wird die Zahl derer, die fliehen können und wollen, auf diejenigen begrenzt, die dieses Geld zur Verfügung haben. Diese Praxis, Herr Außenminister, muss beendet werden. Ja, die Bundesregierung tut einiges. Vieles davon ist unterstützenswert. Vieles kritisieren wir und werden es auch weiter kritisieren. Aber zum Thema Syrien, finde ich, sind drei Dinge wichtig. Wir müssen den UN-Sondergesandten Brahimi unterstützen. Wir müssen die Waffenexporte nach Syrien stoppen. Die Chemiewaffen müssen vernichtet werden und den Flüchtlingen vor Ort und überall auf der Welt geholfen werden. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, das ist nicht genug, man muss mehr tun. Aber der Krieg in Syrien ist nicht durch Militärinterventionen von außen zu stoppen. Und die Dinge, die ich eben genannt habe, die können wir tun und die sollten wir auch tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Liebig. Das Wort hat Michael Brandt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Niemand kann heute internationale Politik erörtern ohne die Frage der Menschenrechte. Wir alle sagen das zu vielen Gelegenheiten. Es ist unsere Überzeugung, und wir alle möchten eine ideale Welt, in der niemand in seinen unveräußerlichen Menschenrechten beschränkt wird. Wir gedenken an zentralen Tagen der Menschenrechte. Sie sind integraler Bestandteil unserer Außenpolitik und unseres staatlichen Handelns im Inneren. Menschenrechte sind unbestritten das höchste Gut, das nationale und internationale Politik zu schützen hat. Die Rechte der Menschen spielen in allen akuten Krisen weltweit eine ganz zentrale Rolle. Deutsche und europäische Außenpolitik müssen folglich neben akuten Krisen immer die schlimmen Kriege und eben auch die stillen Katastrophen im Blick halten. Ob wir über den brutalen Horror im syrischen Krieg sprechen und die Millionen Flüchtlinge innerhalb des Landes und bei den Nachbarn, Deutschland nimmt in besonderer Weise an humanitärer Hilfe und an den Versuchen zur Konfliktlösung teil. Ob wir über die Gewalt in Zentralafrika, in Mali und anderswo mit all den Flüchtlingsströmen in die benachbarten Länder sprechen und auch über die Maßnahmen in Zentralafrika im Auftrag der Vereinten Nationen, einen drohenden Genozid zu verhindern. Deutschland nimmt politisch, humanitär und auch militärisch seine Verantwortung wahr, um bedrohten Menschen und Gruppen zur Hilfe zu kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wichtig, dass wir im 21. Jahrhundert nicht nur Deutschland, sondern mit uns auch die EU, die NATO, die UN als verantwortlichen Gestalter und verlässlichen Partner der Welt stärken. In einer globalisierten und immer mehr vernetzten Welt können Krisen oftmals nur in einer verbundenen Strategie entschärft oder gelöst werden. Es gehört im Übrigen auch dazu, lieber Herr Kollege Liebig, zu erwähnen, dass Deutschland die Nation ist, die am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat, zu Recht, und wir auch sehr stark an der humanitären Hilfe beteiligt sind.
Zum Schutz der Menschen und ihrer Rechte müssen diplomatische, zivilgesellschaftliche, humanitäre und notfalls auch militärische Maßnahmen im Verbund eingesetzt werden, um Menschen in ihren Rechten zu schützen und auch zu stärken. Die modernen Menschenrechte, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind eine bedrohte Art. Sie wurden hart errungen und sie müssen immer wieder verteidigt werden. Unsere globalisierte Welt ist auch eine brutale Welt. Der Tod und das Elend kommen viel häufiger nicht per Breaking News. Was der Mensch dem Menschen antun kann, das haben wir gerade fast genau vor 20 Jahren erlebt, mitten in Afrika und mitten in Europa. Vor Tagen haben wir mit Bedauern und mit Beschämung zurückgeschaut auf unsere mangelhafte Bereitschaft zur Hilfe in Ruanda. In diesem Jahr 2014 schauen alle 100 Jahre zurück nach Sarajevo und zum Teil sehr fixiert auf das Attentat, das zum Ersten Weltkrieg führte. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber kaum jemand denkt danach über die beschämende Rolle, die wir gespielt haben, als über 100.000 Tote, Millionen Vertriebene und Hunderttausende vergewaltigte Frauen im Krieg gegen Bosnien-Herzegowina zu beklagen waren. Und die heutigen Herausforderungen? Nicht einmal 20 Jahre ist der Krieg zu Ende und wir schauen immer noch nicht hin, lassen Land und Leute mit den Ergebnissen allein. Sie, Herr Außenminister, haben gerade gesagt, es geht eben nicht allein um Rückschauen, um Rechtfertigung. Sie haben recht. Es geht nicht allein um Gedenken, sondern um die Konsequenzen heute. Und deswegen ist es, glaube ich, auch notwendig, dass die Bundesregierung eine Initiative für den westlichen Balkan ergreift und nicht nur die Gedenktage im Blick hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer im Flüchtlingslager Dadaab in Kenia das kaum erträgliche Leid der Kinder und Familien sehen musste, der weiß, dass unsere humanitäre Hilfe hier im echten Sinne des Wortes überlebenswichtig ist. Wer aber dazu weiß, dass die Flüchtlingsströme eben auch durch die staatliche Verwüstung Somalias, durch die extremistischen Al-Shabaab-Milizen verursacht sind, der stellt schnell fest, dass die Überlebenshilfe für die Flüchtlinge nur ein Element der Gesamtstrategie sein kann. Wenn sich ganze Dörfer vor dem Terror schützen wollen und vom Kleinkind bis zum Kreis in die Wüsten und bis nach Kenia vertrieben werden, dann ist das ein stiller Prozess, der uns politisch eigentlich laut aufschreien lassen müsste. Und um es an einem Beispiel aus Dadaab zu sagen, wenn die Schwachen aus den Familien diese modernen Todesmärsche nicht überleben, wenn die schwachen Alten ihren Jungen sagen, dass sie einfach weitergehen sollen und sie die Schwachen zurücklassen sollen, damit die Jungen eine Überlebenschance behalten, dann ist das eine Geste menschlicher Größe, die uns schaudern lassen muss und vor der wir uns als Menschen nur verneigen können. Allerdings und vor allem muss uns dieses Beispiel und die anderen Beispiele vor allem politisch aufrütteln und zum Handeln veranlassen. Wir müssen den Opfern helfen, aber wir müssen auch aktiv gegen die Ursachen von solchen unmenschlichen Entwicklungen vorgehen. Wir können stolz darauf sein, dass unser Land die Lektion Menschenrechte gut gelernt hat. Die Menschenrechte zählen zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland. Wir erleben allerdings, dass die Menschenrechte weltweit unter Druck stehen, teils zum Rückzug gedrängt werden, ob wir über die Verfolgung religiöser Minderheiten, hier vor allem christlicher Minderheiten reden, ob wir über die gewaltsame Unterdrückung von Kinder- und Frauenrechten, gar Menschenhandel und Zwangsprostitution sprechen. Übrigens auch in Europa. Deutschland, lieber Herr Dehm, ist hier zum Bordell Europas geworden. Auch hier ist der Gesetzgeber, der Deutsche Bundestag, gefordert. Ihre Zwischenrufe kann ich überhaupt nicht verstehen. Bringen Sie sich ein, Liberten, damit Menschenhandel und Zwangsprostitution in Europa keine Chance hat. Ob wir über die Unterdrückung von Grundrechten durch starke Partner Europas, zum Beispiel China, sprechen. Wir alle müssen zur Kenntnis nehmen, dass das moderne Verständnis von der Würde des Menschen und selbst die UN-Charta der Menschenrechte zum Spielball und zur Verfügungsmasse gemacht werden. Das gilt selbst in Europa. Die akute Krise um die Annexion der Krim, sie ist angesprochen worden, sie ist auch deshalb ein Fanal, weil die international garantierten Rechte der Menschen hier von Minderheiten erkennbar dafür missbraucht werden, um blanke Großmachtspolitik zu betreiben. Herr Brandt, gestatten Sie eine Zwischenfrage nicht von der Linken, sondern von den Grünen? Gerne. Sie haben gerade von der Prostitution gesprochen und Bordell Deutschlands. Wie stehen Sie denn dazu, dass die letzte Bundesregierung zum Beispiel die europäischen Richtlinien in diesem Gebiet immer noch nicht umgesetzt hat? Vielleicht wäre das mal ein erster Ansatz. Ich glaube, das wäre zu kurz gegriffen, den Vorschlag, den Sie gemacht haben. Deswegen hat meine Fraktion gestern Vorschläge gemacht, ein Eckpunktepapier der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich glaube, man muss schon noch mal grundsätzlich überlegen, ob das, was dort gut gemeint war,
aber in der Tat nicht gut war unter dem rot-grünen Gesetz. In der Tat, und da will ich... Wie bitte? Ja, ich glaube aber trotzdem, dass wir grundsätzlich das Thema der Zwangsprostitution, der Prostitution in Deutschland nicht mit den einzelnen Maßnahmen, die Sie gerade geschildert haben, die Sie einfordern bei der Umsetzung, sondern auch grundsätzlich über das Thema noch mal sprechen müssen, ob wir, natürlich bei der EU-Richtlinie, bei der Umsetzung, das ist das eine, aber dass wir national hier neue Vorschläge machen wollen, ich schicke sie Ihnen gerne zu, sie sind gestern der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Es ist auch deshalb so gespenstisch, weil es uns zeigt, dass sich die Gespenster der Vergangenheit, und da habe ich Russland angesprochen und hier auf die linke Seite des Hauses geschaut, im Internetzeitalter eben doch nicht so einfach zu lösen sind. Twitter, YouTube und Facebook sind mächtig. Gegen die Bereitschaft zur brutalen Gewalt sind sie dennoch im Nachteil, wie wir an den Versuchen der diktatorischen Zensur von China über Syrien bis hin zu Russland es ja sehen. Um es klarzumachen, nicht Russland, sondern eine Machtklique um Putin herum hat mit dieser Annexion den Weg in die Welt des steinernen Zeitalters beschritten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist die Zivilgesellschaft in Russland, in der Ukraine und in anderen Ländern der Erde, die unsere Solidarität verdient. Mutige Menschen verteidigen die Menschen- und Bürgerrechte, die ja als Ergebnis blutiger Kriege von den Vereinten Nationen fest verankert wissen. Und es ist gut zu wissen, dass hier im Haus ein breiter Konsens darin besteht, dass wir die Menschenrechte nicht auf dem Markt zu meistbietenden Konditionen verkaufen. Es gibt keine Rabatte. Die Menschenrechte haben keinen Preis. Sie sind nicht in Geld oder Gold aufzuwiegen. Und ich möchte zum Schluss dem Bundesaußenminister ganz persönlich und auch der Bundeskanzlerin danken, dass Sie gerade in den letzten Monaten hier ein klares Profil gezeigt haben. Und ich will auch in diesen Dank mit einschließen unseren Bundespräsidenten. Der hat in der vergangenen Woche den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zu einem bemerkenswerten Dialog eingeladen. Und der hat ja auch einen Schwerpunkt beim Thema Menschenrechte, humanitäre Hilfe in seiner Präsidentschaft gesetzt. Auch die Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die eben nicht auf Militär fixiert war, wie manche öffentliche Debatte das zu glauben gemacht hat. Aber ich will Ihnen empfehlen, eine Publikation von Joachim Gauck, die ist lesenswert. Sie ist überschrieben mit dem Satz aus einer Rede, jede Politik ist auch Menschenrechtspolitik. Und der Präsident hat recht. Und ich danke Ihnen allen, die diesen Einzelplan unterstützen, um eben Schwerpunkte setzen zu können im Bereich der Menschenrechte und der humanitären Hilfe. Vielen Dank. Das sagt Michael Brandt als Vorsitzender des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hier im Bundestag. Und der nächste Redner jetzt aus den Reihen der Bündnisgrünen, Tobias Lindner, der Obmann im Haushaltsausschuss. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Steinmeier, Sie haben ja heute eine durchaus bemerkenswert engagierte Rede gehalten. Sie haben Dinge gesagt, da haben Sie auch unsere Unterstützung dafür. Sie haben Dinge gesagt, es liegt in der Natur von Opposition und Regierung, da haben Sie mit Sicherheit auch nicht unsere Unterstützung. Und Sie haben Dinge gesagt, die mich ein bisschen verwirren. Denn Sie haben über Dinge wie Auslandsschulen gesprochen, auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, über Krisenprävention, Dinge, die durchaus zu begrüßen sind. Aber schaut man dann in den Etat des Auswärtigen Amtes, stößt man auf Widersprüche, bei denen es in Haushaltsberatungen noch darum gehen wird, ob man sie auflösen kann. Es ist hier heute schon vielfach über die Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen worden, auch über Äußerungen von Ihnen, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen soll, dass die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit der Vereinten Nationen der Europäischen Union gestärkt werden soll. Und wenn Sie mehr Verantwortung nicht gleichsetzen mit mehr militärischem Engagement, dann haben Sie auch hierfür durchaus unsere Unterstützung. Mehr Verantwortung, das heißt in Ihrem Etat, Sie haben auch mehr Geld, zum ersten Mal seit Jahren wächst der Etat des Auswärtigen Amtes signifikant an. Aber mehr Geld alleine, meine sehr geehrten Damen und Herren, hilft noch nichts, wenn es nicht an den richtigen Stellen eingesetzt wird. Und an dieser Stelle möchte ich auf den Punkt der humanitären Hilfe, der heute schon vielfach auch vom Kollegen Liebig angesprochen wurde, eingehen. Die humanitäre Hilfe erhöhen Sie um 117 Millionen auf insgesamt 303 Millionen Euro. In diesen Tagen beraten wir über einen interfraktionellen Antrag für Syrien. Darin ist noch keine Summe enthalten, was humanitäre Hilfe betrifft.
Im letzten Jahr gab es nachträglich 243 Millionen Euro an humanitärer Hilfe dazu. Berechnungen der Vereinten Nationen gehen von steigendem Mittelbedarf aus. Die Krise in Syrien, sie hat nicht plötzlich aufgehört, Flucht hat nicht aufgehört, diese katastrophalen Zustände gehen weiter. Und wenn wir einen gleichbleibenden Finanzierungsanteil von Deutschland unterstellen würden, dann bräuchten wir in diesem Jahr mindestens 353 Millionen, also 50 Millionen mehr, als überhaupt im Etatansatz enthalten sind, um Syrien in angemessener Art und Weise helfen zu können. Und hier, lieber Herr Steinmeier, wird noch nachzusteuern sein in den Haushaltsberatungen. Es reicht eben nicht, dass wir nur ständig was auf die Schippe drauflegen, sondern wir brauchen einen richtigen Mittelansatz von Anfang an. Und wenn ich über verlässliche Finanzierung rede, dann will ich auch auf den Punkt der Krisenprävention eingehen, den Sie ja auch erwähnt haben. Leider wird der Titel für Krisenprävention, der mehr gebrauchen könnte, leicht gekürzt. Und auch an dieser Stelle wird meine Fraktion in den Haushaltsberatungen Vorschläge machen, wie man Strukturen und Mittelansätze verstetigen kann. Denn auch Hilfsorganisationen, meine Damen und Herren, können nur tätig sein, wenn sie eine verlässliche Planungsgrundlage haben. Und zu einer verlässlichen Planungsgrundlage gehören auch stetige Mittel im Haushaltsplan. Ein Satz noch dazu. Auch das ist erwähnt worden, die Mittel im Bereich Abrüstung und Rüstungskontrolle werden gekürzt. Ich finde, das ist das falsche Signal, wenn wir hier in wenigen Minuten über den Einsatz der Cape Ray beraten werden, darüber beraten werden, was Deutschland tun kann, dass es auf diesem Planeten weniger Chemiewaffen gibt. Und ich fordere Sie auf, meine Damen und Herren von der Koalition, arbeiten Sie mit uns gemeinsam daran, dass diese Mittel mehr und nicht weniger werden. Ich will in der kurzen Zeit, die mir hier für diese Rede noch bleibt, über die oft gelobte dritte Säule der Außenpolitik sprechen, über die auswärtige Bildungs- und Kulturpolitik. Einigkeit haben wir darüber, dass auswärtige Kultur- und Bildungspolitik eine wichtige Säule unserer Außenpolitik ist, aber leider bildet sich das im Etatentwurf nicht ab. Mittel für Auslandsschulen sinken um 19 Millionen Euro, die Mittel für das Goethe-Institut, das unter Schwarz-Gelb zusammengekürzt wurde, diese Mittelkürzung von 10 Millionen Euro, die schreiben Sie fort. Nein, meine Damen und Herren, nein, Herr Steinmeier, das hat nichts mit einer engagierten Bildungs- und Kulturpolitik im Außenministerium zu tun. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Außenminister, Sie wollen der deutschen Außenpolitik mehr Gewicht verleihen, genauso wie mehr Gewicht sind mehr Mittel an sich kein Selbstzweck. Es kommt darauf an, wo man dieses Gewicht einbringt, und es kommt darauf an, wo man diese Mittel einsetzt. Sie müssen an der richtigen Stelle und mit den richtigen Strukturen eingesetzt werden. Meine Fraktion wird in den jetzt anstehenden Haushaltsberatungen an den Stellen, die ich heute kritisiert habe, Vorschläge machen, wie man mit diesen Mehrmitteln tatsächlich zu mehr verantwortungsvoller und verantwortungsbewusster Außenpolitik in Deutschland kommt. Ich danke Ihnen. Ja, und da sind unter anderem die Obleute im Haushaltsausschuss gefragt, nämlich wie eben Tobias Lindner, er sagte es, einige kritische Kürzungen hat er hier genannt, wo man nochmal rangehen wird in den Beratungssitzungen im Haushaltsausschuss. Nächste Rednerin, Gabriela Heinrich für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Der Kollege Brandt hat heute bereits das Wort des Bundespräsidenten erwähnt. Jede Politik ist auch Menschenrechtspolitik. Der Satz bringt es auf den Punkt, die Menschenrechte müssen die Leitlinie jeder deutschen Politik sein. Jenseits aller übrigen Bestrebungen nach kohärenter Politik muss alles, was Politik ausmacht, auf dem Fundament der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und ihrer Folgeabkommen stehen. Eine weitere Linie deutscher Politik muss sein, Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe dürfen niemanden vergessen. Es darf nicht sein, dass Ärzte ohne Grenzen eine Liste vergessener Krisen veröffentlichen muss. Zuletzt im Dezember 2013 eine Liste mit den Staaten Tschad, Zentralafrika, Swasiland, Südsudan und Simbabwe. Zentralafrika zum Beispiel ist keine vergessene Krise mehr. Die internationale Staatengemeinschaft handelt und auch Deutschland kann seinen Teil leisten. Letzte Woche haben wir hier zu Ruanda gesprochen. Viel war die Rede von
R2P von der Responsibility to Protect. Gestern hat das Kabinett einen Antrag beschlossen. Es geht um die Entsendung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Beteiligung an der europäischen Überbrückungsmission in der Zentralafrikanischen Republik. Wir werden morgen darüber beraten. Militarisierung? Angesichts der aktuellen Situation muss die Frage doch lauten, schauen wir hin oder schauen wir weg? Wenn sich die Bundeswehr an dieser Mission beteiligt, wenn sie zum Beispiel Verwundete transportiert, dann ist das in meinen Augen eine aktive Menschenrechtspolitik, die die Lehren aus dem Genozid von Ruanda und aus den Gräueln von Srebrenica gezogen hat. Eine der größten humanitären Krisen unserer Zeit, Sie haben es angesprochen, ist Syrien. Syrien zeigt, dass wir uns auch im Menschenrechtsausschuss noch mehr mit humanitärer Hilfe beschäftigen müssen. Wir haben im Deutschen Bundestag mehrfach über das Leiden und die Not der syrischen Flüchtlinge gesprochen. Syrien ist ein Fall für die Responsibility to Protect. Aber eben nicht nur Syrien. Die Nachrichten sind voll mit Berichten über Katastrophen in allen möglichen Ländern. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, zu helfen, auch wenn sich oft zunächst ein Gefühl der Hilflosigkeit einstellen mag. Und wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, Hilfe auch durch aufgestockte Haushaltsmittel bereitzustellen. Meine Damen und Herren, humanitäre Katastrophen kündigen sich an. Die Katastrophe im Südsudan kündigt sich an. Toby Lancer, der humanitäre Koordinator für den Südsudan bei der UNO, hat letzte Woche eindringlich vor einer neuen Hungersnot gewarnt. Eine drohende Hungersnot, vergleichbar mit der in Äthiopien in den 80er Jahren. Sie droht jetzt, wenn die Saat nicht rechtzeitig in den Boden gebracht wird. Sie droht in einem Land, das eigentlich fruchtbar sein könnte und über ausreichend Ressourcen verfügt, um sich selbst zu ernähren. Ich halte fest, wir dürfen diese Länder nicht vergessen. Aber wir dürfen auch nicht die Menschen vergessen, die sich in vielen Ländern dieser Welt für die Menschenrechte einsetzen. Seit 10 Jahren gibt es die Leitlinien der Europäischen Union zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern. Zu diesem Schutz gehört es, ihnen die Sicherheit zu geben, dass sie in ihrem Kampf für die Menschenrechte nicht alleine sind. Die internationale Anerkennung und die internationale Beachtung können für Menschenrechtsverteidiger eine Lebensversicherung sein. Denn leider ist es so, wer sich friedlich für die Menschenrechte einsetzt, wird in manchen Teilen der Welt genau dafür verfolgt, verhaftet, foltert und ermordet. Es gibt weltweit unzählige Beispiele für mutige Menschen, die sich in ihrer Heimat friedlich für die Menschenrechte einsetzen. Ich nenne hier stellvertretend Alice Nkom aus Kamerun und Kasche Jacqueline Nabagesera aus Uganda, die sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzen. Und ich nenne Abdel Fattah Soltani. Er wurde im Irak, im Iran, unter anderem für die Errichtung des Zentrums für Menschenrechtsverteidiger angeklagt. Er ist noch immer in Haft. Unsere Aufgabe ist es, diese Menschenrechtsverteidiger mit all unseren Möglichkeiten zu unterstützen, sie nicht alleine zu lassen und die Vertreter ihrer Länder immer wieder auf sie hinzuweisen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die angesprochenen Krisen sind schrecklich und bringen unermessliches Leid. Wir müssen uns unserer Verantwortung innerhalb der internationalen Gemeinschaft stellen, und dazu gehört die ausreichende Finanzierung. Ich danke daher besonders unserem Außenminister Frank-Walter Steinmeier, dass die Mittel für humanitäre Hilfsmaßnahmen und nicht zuletzt die Transformationspartnerschaften Nordafrika, Nahe Osten deutlich gestärkt werden sollen. Vielleicht müssen wir auch noch eine Schippe drauflegen. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben, dass das mithilft, zumindest die Folgen der schlimmsten Katastrophen zu lindern. Vielen Dank. Gabriele Heinrich war das für die SPD-Fraktion. Jetzt nächster Redner aus den Reihen der Linksfraktion, Alexander Ulrich. Er ist der Obmann im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns über Europa reden. Und stellen wir uns mal für einen Moment vor, dass die Europäische Union gestärkt aus der Krise hervorgegangen ist. Die größte Wirtschafts- und Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg hat dazu geführt, dass die Verursacher der Krise mit höheren Steuern und Vermögensabgaben an den Krisenfolgen beteiligt wurden. Die Finanzmärkte wurden streng reguliert, die Großbanken
wurden unter demokratische Kontrolle gestellt. Die Finanztransaktionssteuer wurde mit Milliardeneinnahmen eingeführt. Die EU nutzte die Krise, um ihre Institutionen zu demokratisieren. Und über alle wesentlichen Fragen der EU gab es seitdem Volksabstimmungen. Die riesige Attacke gegen Soziales, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Demokratie durch die Wirtschaftsabkommen mit den USA und Kanada, TTIP und CETA wurde rechtzeitig erkannt und die Verhandlungen daraufhin abgebrochen. Der von den Gewerkschaften vorgeschlagene Marshallplan für Europa führte zu einem Investitionsprogramm in zukunftsfähige und nachhaltige Arbeitsplätze mit europaweit rund 10 Millionen neuen und guten Arbeitsplätzen. Die Arbeitslosigkeit in Europa geht seitdem deutlich zurück. Waffenexporte wurden verboten und der Krieg und der militärische Einsatz als Mittel der Politik wird europaweit geächtet. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider ist die Wirklichkeit aber eine ganz andere. Die EU steckt in der schwersten Krise ihrer Geschichte. Seit Jahren geht es nur noch bergab. EU-weit gibt es heute 27 Millionen Arbeitslose, 11 Millionen mehr als noch im Jahr 2008. Jeder vierte EU-Bürger ist heute von Armut betroffen. Hunger, Obdachlosigkeit und Krankheiten wie HIV und Malaria sind wieder Teil des europäischen Alltags geworden. Die Zahl der Selbstmorde steigt rasant. Statt die Menschen vor dieser sozialen Katastrophe zu schützen, haben die EU und ihre Mitgliedstaaten in den letzten Jahren 4,8 Billionen Euro Steuergelder in den Finanzsektor gepumpt durch direkte Finanzspritzen und Bürgschaften. Und dann wurde die sogenannte Troika auf Europareise geschickt, um das Geld von Arbeitnehmern, Arbeitslosen, Rentnern und Kranken zu holen. Durch Privatisierung, Massenentlassungen, Sozialabbau und Lohn- und Rentenkürzungen. Und was passiert mit der Beteiligung der Finanzwirtschaft? Nahezu nichts. Die letzte schwarz-gelbe Bundesregierung hat mit großer Unterstützung der SPD und auch der Grünen in der EU eine Krisenpolitik im Interesse der Großbanken und Konzerne durchgesetzt und gegen die Interessen der Menschen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, Grünen und SPD, fragen Sie sich eigentlich hin und wieder mal, warum bei solch einer Politik immer mehr Menschen sich von diesem Europa verabschieden? Wundern Sie sich wirklich, warum bei solch einer desaströsen Krisenpolitik leider auch viele Menschen den rechten Rattenfängern in Europa auf den Leim gehen? Sie sind mit Ihrer Politik dafür mitverantwortlich. Die Kanzlerin wünscht sich eine marktkonforme Demokratie. Wir sagen nein, die Märkte müssen den Menschen dienen und sich der Demokratie unterordnen. Das ist das Gebot der Stunde. Und Herr Außenminister Steinmeier, vielleicht hören Sie mir zu, warum hat die SPD in der letzten Wahlperiode und im Wahlkampf die Krisenpolitik der Kanzlerin eigentlich kritisiert? Die Wahrheit ist doch, dass die SPD dieser unsozialen Politik hier im Bundestag immer die Hand gereicht hat. Sie haben hier im Bundestag immer zugestimmt. Es gibt bei dieser desaströsen EU-Krisenpolitik keinerlei nennenswerte Unterschiede zwischen SPD und Union. Von einem Europa, von dem ich am Anfang sprach, von so einem Europa kann man die Menschen begeistern. Frau Präsidentin, ich komme auch zum Schluss. Für solch eine Europäische Union reichen wir als Linke die Hand. Und für so ein Europa kämpft die Linke auch am 25. Mai. Für ein Europa der Menschen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Europa geht anders. Sozial, friedlich und demokratisch. Vielen Dank. Danke, Alexander Ulrich war das für die Linksfraktion. Und hier zum Einzelplan des Auswärtigen Amtes geht es weiter mit Thomas Dörflinger für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nun gehörte ich von Beginn dieser Debatte an, als der Bundesaußenminister vortrug, zu den hoffnungsvoll erwartenden Kolleginnen und Kollegen, dass die Debatte über den Einzelplan des Auswärtigen Amtes der aktuellen, durchaus ernsten Situation in Europa gerecht werden würde. Ich habe mit Freude vernommen, dass Friedrich Schmidt den Bundesaußenminister sogar gelobt hat, dass der Kollege Liebig eine für seine Verhältnisse durchaus moderaten Beitrag in dieser Debatte geleistet hat. Ja, und diese Hoffnung bestand bis eben, bis Alexander Ulrich gesprochen hat, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir wieder dort, wo wir sonst auch immer waren, in der Tonlage unserer Debatten. Ich halte es nicht
für angemessen. Das ist nicht überraschend, Herr Kollege Wellmann, das ist richtig. Aber trotzdem ist es etwas betrüblich, weil ich glaube, dass die Situation in Europa gegenwärtig schon den Ernst auch dieser Debatte erfordert. Und der Bundesaußenminister hat in seinem Beitrag die richtige Tonlage vorgegeben. Wenn wir von einer steigenden, von einer sich ausweitenden Verantwortung der deutschen Außenpolitik reden, glaube ich, ist es viel zu kurz gesprungen, wenn man darunter anschließend nur die quasi zu erwartende Omnipräsenz der Bundeswehr weltweit erwartet. Das hat auch in München bei der Sicherheitskonferenz weder der Bundesaußenminister noch der Bundespräsident noch andere Redner, die dort vorgetragen haben, so gemeint oder betont. Und deswegen ist es in dem Zusammenhang richtig, auch wenn wir den Einzelplan des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit erst zu einem späteren Zeitpunkt beraten, in diesem Kontext noch einmal auf die Vorschläge von Gerd Müller einzugehen, weil sie in einem guten Verhältnis, in einer guten Korrespondenz zu dem stehen, was der Bundesaußenminister für die Außenpolitik der Bundesregierung vorgetragen hat, dass Außenpolitik nicht in erster Linie eine militärische Dimension hat, sondern erstens eine politische und zweitens selbstverständlich auch eine soziale. Und in diese Richtung gehen die Vorschläge, die aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gekommen sind. Und dafür bin ich seitens der CDU-CSU-Fraktion auch ausgesprochen dankbar. Außenpolitik hat etwas mit Verantwortung zu tun, aber selbstverständlich auch etwas mit Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit erwarten nicht nur diejenigen, die bereits Opfer einer Intervention aus der Nachbarschaft geworden sind, wie beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, sondern es erwarten zu Recht auch diejenigen, die sich gegenwärtig mit dem Gedanken befassen und es durchaus ernsthaft und berechtigt, ob sie möglicherweise in naher Zukunft Opfer einer solchen Intervention werden könnten. Die Mitglieder des Europaausschusses des Deutschen Bundestages haben am heutigen Nachmittag noch Gelegenheit, mit dem Ministerpräsidenten der Republik Moldau darüber zu diskutieren. Ich bin gespannt auf dieses Gespräch. Und wer hineinhört, beispielsweise auch in das, was mir eine Praktikantin in meinem Büro, die aus Georgien stammt, zu diesem Thema sagt, wer hineinhört in die Wortmeldungen etwa aus den baltischen Staaten, aber auch aus Polen, der Bundesaußenminister hat darauf hingewiesen, der spürt, dass die Fürchtungen dort zu Recht bestehen und dass sich damit auch gewisse Erwartungen an die Rolle der Bundesrepublik Deutschland verbinden, die sich nicht nur auf eine Nabelschau konzentrieren können. Ich bin sehr dafür, und Andreas Schockenhoff hat darauf hingewiesen, dass wir in der Konzeption unserer zukünftigen Überlegungen auch darauf abstellen, das eigene Tun aus der Vergangenheit einer kritischen Reflexion zu unterziehen, ob das die Rolle der Bundesrepublik, der Europäischen Union oder der NATO angeht. Und Fakt ist, ja, es ist richtig, wir haben in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht. Aber das sozusagen nun zu einem permanenten Prozess der außenpolitischen Gewissenserforschung machen zu wollen, legte die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, damit letztlich auch der Europäischen Union, ein gutes Stück weit lahm. Und es kann weder in unserem Interesse sein, meine Damen und Herren, noch im Interesse derer, die auf unsere Verlässlichkeit und aus unserer Verantwortung zählen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt stehen wir wenige Wochen vor einer Entscheidung am 25. Mai, wenn die Wahlen zum Europäischen Parlament anstehen. Und da ist es natürlich wohlfeil, auf die ein oder andere Fehlentwicklung in Europa hinzuweisen und möglicherweise auch mit grobem Keil auf den groben Klotz zu hauen. Das ist in dieser Debatte Gott sei Dank nicht passiert. Wiewohl lässt der Wahlkampf es vermuten, dass es wieder so sein wird. Ich rate uns dazu, in den Wochen bis zum 25. Mai wohl einen wachen Blick darauf zu werfen, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Denn auch wir, auch die Europäische Union, hat in ihrer Selbstorganisation nicht alles richtig gemacht. Aber ich glaube, dass es auch Not tut, an der einen oder anderen Stelle einen Blick darauf zu werfen, was wir als Europapolitiker an Verbesserungsvorschlägen in die Debatte einbringen können. Und ich nenne exemplarisch eine Diskussion im dänischen Parlament, die im Januar diesen Jahres zu einer Reihe von Vorschlägen, 23 an der Zahl, geführt hat, wie man die Rolle der nationalen Parlamente bei der Entscheidungsfindung auf der europäischen Ebene verbessern, intensivieren könnte, zusammen mit den Entscheidungsträgern auf der europäischen Ebene, namentlich der Kommission, dem Rat, aber auch dem Europäischen Parlament. Wenn man die 23 Vorschläge durchsieht, meine Damen und Herren, dann sind ein paar Vorschläge dabei, die eigentlich das Mitwirkungsrecht des Deutschen Bundestages, also die deutsche Rechtslage, im Grunde genommen schon abbilden. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Mitwirkungsrechte nationaler Parlamente in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union keineswegs so ausgeprägt sind und ausgestaltet wie in Deutschland.
Deswegen glaube ich, gehen die Vorschläge, die aus Dänemark kommen, auch wenn sie an der einen oder anderen Stelle nur die geltende Rechtslage in Deutschland abbilden, bezogen auf die Kolleginnen und Kollegen in den anderen nationalen Parlamenten, durchaus in die richtige Richtung. Und ich freue mich darauf, wenn wir im Europaausschuss des Deutschen Bundestages in den nächsten Wochen diese Vorschläge einer genaueren Beratung unterziehen und auch im Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen anderer Parlamente darüber nachdenken, ob wir den ein oder anderen Vorschlag aus Dänemark weiterentwickeln und möglicherweise auch in die Tat umsetzen können, um Entscheidungsprozesse nicht nur auf der europäischen Ebene, sondern auch auf der nationalen Ebene einer verbesserten Transparenz zu unterziehen, weil das einer von konkreten Vorschlägen ist, die, glaube ich, mit Blick auf den 25. Mai Sinn machen, meine Damen und Herren. Ich will mit einem Dankeschön und einem Lob schließen. Einem Dankeschön und einem Lob, weil ein nicht unmaßgebliches Mitglied dieses Hauses ein Ceterum censeo aufgegriffen hat, das uns fraktionsübergreifend eint. Ein Thema, an dem wir in der 17. Legislaturperiode bereits gearbeitet haben und die etwas Älteren auch schon in der 16. Legislaturperiode und davor, wenn es nämlich um das Sprachregime und das Übersetzungsregime der Europäischen Union geht. Im Europaausschuss, wie gesagt, so etwas wie das Ceterum censeo aller Kolleginnen und Kollegen. Und ich will mich beim Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, bei Johannes Singhammer, bedanken, dass er bei seinem jüngsten Aufenthalt in Brüssel das Thema wieder auf die Agenda gesetzt hat, darin einer Tradition folgend, die der Präsident des Deutschen Bundestages bei seinen Unterredungen auf der europäischen Ebene bereits seit vielen Jahren auch vertreten hat. Es liegt nicht daran, dass wir nicht Fremdsprachen könnten. Jeder von uns ist im Rahmen dessen, was er in der Schule oder der Universität gelernt hat, der ein oder anderen Fremdsprache mächtig. Aber wenn wir über komplizierte Sachverhalte beraten, Herr Staatssekretär Kampeter, beispielsweise wenn es um die finanziellen Herausforderungen in der Europäischen Union geht, dann ist es gut, dass wir dies in unserer Muttersprache tun können und nicht auf Übersetzungen angewiesen sind. Und deswegen freue ich mich, wenn wir auf der Grundlage dessen, was Johannes Singhammer an Beitrag geleistet hat, in der Zukunft weiterarbeiten können. Herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege. Das Wort hat Karl-Georg Wellmann für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Wir haben ja nun über die Ukraine mehrfach gesprochen heute, um die Sorgen, die wir da haben. Ich meine, es geht hier nur vordergründig um die Ukraine. In Wahrheit geht es um die Frage der Position Russlands in Europa. Wir haben die Konzepte dafür, welche Position Russland in Europa haben sollte. Wir haben immer gesagt, dass wir uns Russland als strategischen Partner der EU wünschen, und zwar möglichst in einem gemeinsamen Wirtschafts- und Sicherheitsraum. Und zwar in einem regen Austausch von Menschen, von Kapital und von Know-how. Ich finde, es ist jetzt Sache Russlands, politische Konzepte vorzulegen, wie sie sich die Gestaltung dieses Raumes vorstellen. Russland ist schlichtweg zu groß, um darauf zu verzichten, ihre eigenen Konzepte für die Gestaltung des europäischen Raums gemeinsam mit Russland uns vorzulegen. Und es ist ganz klar, die Ukraine entscheidet über ihre eigene Orientierung ausschließlich alleine. Und wenn sie sich für den Westen entscheidet, ist das für uns maßgebend. Die EU wird dies mit allen Möglichkeiten, die wir haben, unterstützen. Versuche der Destabilisierung von außen werden scheitern. Die Kosten einer Intervention für Russland werden sehr hoch, finanziell und politisch, wir wissen das. Und wenn Russland das versuchen sollte, können sie sich sehr schnell überanstrengen, ebenfalls politisch und finanziell. Ich hoffe, dass sich niemand vertut, meine Damen und Herren. Die Europäische Union hat für die Stabilisierung des Euros, ich glaube, 800 Milliarden mobilisiert. Euro. Ich bin ziemlich sicher, dass die EU eher als Russland den Atem hätte, um der Ukraine auf die Beine zu helfen. Das Potenzial hat die Ukraine allemal. Was wollen wir? Ich glaube, dass es richtig wäre, die Ukraine gemeinsam mit Russland zu entwickeln. Mit Vorteilen für alle. Und natürlich muss dabei auch die Frage im Raum stehen, einer Freihandelszone mit Russland und das Visaregime und gemeinsame trilaterale Industrieprojekte. Wir tun gut daran, Andreas Schockenhoff hat darauf hingewiesen, die plausiblen strategischen Interessen Russlands zu berücksichtigen. Ich denke an bestimmte technologische Projekte. Ich hoffe, wir haben im Auge, dass in gemeinsamen ukrainisch-russischen Industrieprojekten zum Beispiel die Turbinen für sämtliche Hubschrauber, die in Russland fliegen, in der Ukraine gebaut werden.
Da haben die Russen plausible strategische Interessen, die wir nicht vergessen dürfen. Uns muss die Frage beschäftigen, meine Damen und Herren Kollegen, welche Aufgabe Deutschland in der europäischen Politik insoweit zukommt. Jeder von uns hat jetzt Gesprächspartner aus Polen oder dem Baltikum, die mit hochgezogenen Augenbrauen fragen, wie denn die deutsche Position ist und welche Rolle wir gegenüber Russland spielen. Und deshalb sollten wir hier noch mal ganz klar sagen, für uns ist die Einigkeit der Europäer das wichtigste Ziel. Es ist selbstverständlich, ich sage das noch mal ausdrücklich, dass wir natürlich keine Sondergespräche zwischen Deutschland und Russland führen werden. Alle fordern jetzt von uns Deutschen mehr Verantwortung. Was bedeutet das? Das bedeutet zunächst mal, dass das Weimarer Dreieck das Morden auf dem Maidan beendet hat. Und das bedeutet weiter, dass wir uns mit unseren polnischen und französischen Freunden abstimmen müssen über die europäische Ostpolitik. Aber Vorsicht, plötzlich wird Führung von Deutschland gefordert. Herr Rehn, Kommissar für Wirtschaft, am Montag in der FAZ sagt, in der Außenpolitik wollen viele mehr Führung durch Deutschland. Wissen wir eigentlich, was das bedeutet? Als Erster hatte das ja Sikorski vor 2 Jahren hier gesagt, bezog das aber auf die Eurokrise, dass er sagt, er hat weniger Angst vor deutschen Panzern als davor, dass wir zu wenig führen in Europa. Und jetzt ist das plötzlich nicht nur wirtschafts- und währungspolitisch, sondern außenpolitisch gefordert. Donald Tusk letzte Woche in der Zeit sagt, er fordert eine wahre politische Führung. Da wird er befragt und sagt, naja, vielleicht sprechen wir ja von Leitung als von Führung. Das macht es uns nicht wirklich leichter. Denn wenn wir leiten sollen, dann liegt auch die Verantwortung bei uns, das Wohl und Interesse der Europäischen Gemeinschaft zu definieren. Das sind jedenfalls die neuen Verantwortlichkeiten, über die wir uns hier im Klaren werden müssen, so wie das der Außenminister und der Bundespräsident in München auf der Sicherheitskonferenz gesagt haben. Und dazu müssen wir im Parlament erst mal eine Diskussion führen und versuchen, einen Konsens herzustellen. Und diese Arbeit muss übrigens auch in der deutschen Öffentlichkeit, in der deutschen Gesellschaft geleistet werden. Meine Damen und Herren, die EU-Außenpolitik der letzten Jahre war im Osten Europas nicht sehr eindrucksvoll. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass wir Deutschen jetzt die Initiative ergreifen und diese Diskussion, von der ich sprach, untereinander führen. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Karl-Georg Bellmann war das für die CDU-CSU-Fraktion als Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und das letzte Wort zu diesem Einzelplan hat ein Haushälter, nämlich Alois Kahl für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es entspricht einer guten Übung, dass zum Schluss der Debattenbeiträge zu den jeweiligen Einzelplänen auch die Haushaltspolitiker sprechen. Und ich freue mich, dass ich für die Koalition das übernehmen darf. Ich mache das auch, glaube ich, gerne in Ihrem Sinn, liebe Frau Kollegin Barnett, die wir zusammen in diesen Haushaltsberatungen die Koalition ja wesentlich vertreten, wenn es um die auswärtige Politik geht. Ich freue mich, dass ich den Haushalt, sehr geehrter Herr Bundesaußenminister, Ihren Haushalt des Auswärtigen Amtes hier mit vertreten darf, ist er doch der wichtigste von allen Haushalten, zumindest einer der wichtigsten. Wenn ich mich zurückerinnere an die politische Jugendzeit, die wir in der Jungen Union und sonst wo verbracht haben, es ist uns in Seminaren und andernorts manchmal gesagt worden, das wäre gut gewesen, wenn Sie dabei gewesen wären, Herr Annan, in der Tat. Sie hätten manche Irrungen und Wirrungen nicht begangen. Dass wir in der Tat, dass Fehler in der Innenpolitik in der Tat auch immer wieder korrigiert werden können, dass Fehler in der Außenpolitik, Herr Außenminister, auf lange Frist nachwirken können. Und so ist das, wenn wir in diesem Jahr 2014 auf Gedenktage, an Erinnerungstage uns zurückerinnern, wenn wir zum Beispiel in wenigen Wochen daran erinnern werden, dass vor 100 Jahren, 1914, der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, auch damals eine Fehlleitung der Diplomaten, die in ihrer Aufgabe nicht gerecht worden sind. Ein lang fortwirkendes Dilemma und eine Katastrophe für Europa. Auch 1919, dieser Friedensvertrag von Versailles, der ebenfalls in der Außenpolitik begonnen, schlechte Friedensbedingungen mit sich gebracht hat und damit auch begründet hat, dass Jahre später
die nationalsozialistischen Tendenzen in Deutschland aufgekommen sind mit den antisemitischen Exzessen und mit den Folgen. Und wenn wir auch daran denken, dass vor 75 Jahren der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, dann hat das eben diese Reihe mit sich begründet. Meine Damen und Herren, diese Reihe lässt sich fortsetzen. 1949 ist in Deutschland das Grundgesetz begründet worden und es schreibt über den Auswärtigen Dienst Dinge die und Sätze, die heute noch wahr sind. Der Auswärtige Dienst, so steht es im Grundgesetz, dient der friedlichen, der dauerhaften und gerechten Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt. Der Auswärtige Dienst dient der Wahrung der unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte als der Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft und hat schließlich dann das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland zu stärken. Dieser Politik sind wir seit 65 Jahren in der Tat verpflichtet. Und wer einmal die Memoiren von Konrad Adenauer liest, der war ja nicht nur der erste deutsche Bundeskanzler, sondern auch der erste deutsche Außenminister. Wenn er diese Memoiren liest, dann merkt er geradezu auf fast jeder Seite sein tiefes Glaubensbekenntnis, sein tiefes politisches Glaubensbekenntnis, dass die tiefe und feste Einbindung Deutschlands in die westliche Wertegemeinschaft immer unser Ankerpunkt sein muss. Er kennt sein Credo, dass die deutsche Außenpolitik davon getragen sein muss, dass wir verlässlicher Partner in der westlichen Gemeinschaft sein müssen. Und in dieser Weise betreiben wir auch heute noch unsere Außenpolitik fest verankert. Meine Damen und Herren, es mutet unangenehm an, dass eine Meinungsumfrage in der letzten Woche zum Thema Ukraine ergeben hat, dass zwar 45% der Deutschen sagen, man solle sich fest im Westen halten, aber 49% angeben, dass man sich in der Ukraine tunlichst heraushalten soll. Gerade das Gegenteil von dem, was Grundsätze deutscher Außenpolitik seit 65 Jahren bedeuten. Ich danke Ihnen, Herr Außenminister Steinmeier, dass Sie mit anderen Führung in der Ukraine übernommen haben und dass Sie sich nicht heraushalten, sondern dass die Berechenbarkeit und die Verlässlichkeit der deutschen Außenpolitik auch auf diese Art und Weise sichtbar geworden ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie stehen in einer großen Reihe von vornehmen Außenpolitikern. In der Tat, Konrad Adenauer habe ich erwähnt, Willy Brandt müsste man erwähnen und Helmut Kohl sowieso, Hans-Dietrich Genscher und so weiter. Die Schwerpunkte ändern sich in der Tat auch in der Außenpolitik, aber sehr wohl richtig ist auch, dass sich die Grundsätze nicht verändern, dass die Wurzeln und die Fundamente in der Tat die gleichen bleiben. Auf diesen Grundlagen betreiben wir unsere Außenpolitik. Sie ist gut angelegt, wenn wir Geld auch dafür ausgeben, dass das Bild der Deutschen, dass das Bild Deutschlands in der Welt gut dasteht, dass wir die auswärtige Kulturpolitik gut ausstatten und dass wir hierfür für das Goethe-Institut, den Deutschen Akademischen Auslandsdienst, die Humboldt-Stiftung und vieles andere mehr viel, viel Geld ausgeben. Und dieses Geld, glaube ich, ist gut angelegt. Sehr geehrter Herr Außenminister, ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, die Zeiten, dass Deutschland sich aus den Konflikten heraushalten kann, dass diese Zeiten vorbei sind. Cash anstelle von alternativen außenpolitischen Themen der deutschen Politik, das ist keine Alternative mehr. Wir haben in der Tat, da sind wir zu groß und auch zu bedeutsam und zu wichtig in der Welt, haben wir unsere Rolle zu spielen. Es ist schon gesagt worden, dass der Herr Bundespräsident bei der Münchner Sicherheitskonferenz dies in ähnlicher Weise gesagt hat, als er formuliert hat, dass wir als guter Partner jetzt als Deutschland als guter Partner früher und entschiedener und substanzieller uns einbringen müssen, auch dort, wo Krisen in der Welt herrschen. Sie haben das in ähnlicher Weise gesagt, Frau von der Leyen und die Bundeskanzlerin in ähnlicher Weise. Meine sehr geehrten Damen und Herren, viele machen sich Idealvorstellungen. Überall möge Frieden und Freiheit herrschen, Wohlstand und die Menschenrechte gelten. Die Realität sieht vielerorts allerdings anders aus. Das ist in der Tat wahr. Wenn wir den Mittelmeerraum nehmen, unsere unmittelbare Nachbarschaft, so waren wir was erstaunt, dass in Tunesien, in Libyen, in Ägypten Revolutionen über die Bühne gegangen sind. Vorschnell haben viele vom arabischen Frühling gesprochen, und das hat sich als sprachliche Verirrung herausgestellt. Die Realität sieht anders aus, gerade wenn wir an Libyen
oder Ägypten betrachtet. Trotzdem stellen wir viel Geld ein in die sogenannten Transformationspartnerschaften und hoffen, dass wir damit beitragen können, gerade auch in Ägypten, auch in Libyen und anderen Ländern, demokratische und rechtsstaatliche Verhältnisse herbeizuführen. Syrien ist erwähnt worden, in der Tat, welch ein Drama. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man weiß, dass im Libanon mehr als 1 Million Flüchtlinge angekommen sind, in Jordanien 600.000, in der Türkei auch 600.000, dann ist das ein unglaublich menschliches Drama. Wir können uns da nicht aus der Verantwortung stehlen. Gegenüber dem Jahr 2012 ist unser Beitrag mehr als verdoppelt, um hier menschliches Leid und menschliche Dramen zu lindern. Ich danke den Kollegen. Ich danke den Kollegen des Haushaltsausschusses, dass das zwischen uns allen gar keine Diskrepanz gibt und dass wir da auf einer Linie sind. Die Afrikapolitik, begründet auch von Bundespräsident Horst Köhler mit seiner Partnerschaft für Afrika, ist angesprochen worden, die Ukraine auch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen Satz noch zum Baltikum. Im nächsten Jahr feiert Litauen das 25-jährige Begehen der Selbstständigkeit. Estland und Lettland tun das im Jahr 2016. Trotzdem ist dort ein großes Misstrauen, ein tiefes Misstrauen, eine Urangst gegenüber der Politik der Sowjetunion früher und Russlands heute. Eine Urangst, dass jene Bestrebungen, die wir auf der Krim und in der Ukraine kennen, auf das Baltikum übergreifen können. Denken sehr geehrter Sie an Herr, genau. Ich denke daran. Wunderbar. Und komme nach einem Schachtelsatz zum Ende, Frau Vorsitzende. In Hochdeutsch bitte. Ja. Sie kommen ja aus Augsburg, wie ich weiß, nicht? Sie kommen aus Augsburg und kommen aus Schwaben. Ich habe mir das vorhin bei dem Kollegen aus Baden-Württemberg gedacht. Ja, er hat gemeint. Man müsste die Übersetzungen auf Deutsch bringen, aber das ist auch die erste Fremdsprache für die Württemberger und für die Schwaben. Liebe Frau Vorsitzende, dieses Misstrauen und diese Urangst der Balten ist auch Gegenstand unserer Politik, um das mit auszuräumen. Herr Außenminister, Sie waren da und haben Farbe bekannt. Dafür danke ich Ihnen herzlich. Ich freue mich auf die Debatten und auf die Beiträge im Haushaltsausschuss. Wir werden Ihren Haushalt, der als einer der ganz wenigen ansteigt, um mehr als 4% gegenüber dem letzten Mal, werden wir tatkräftig unterstützen. Wir freuen uns auf die Gespräche. Herzlichen Dank für die ersten Gespräche, die wir geführt haben. Sie waren alle getragen von gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Und ich bin mir sicher, die deutsche Außenpolitik ist kompetent und gut in Ihren Händen aufgehoben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege. Das war Alois Kahl, meine Damen und Herren, für die CDU-CSU-Fraktion, der letzte Redner in dieser außenpolitischen Debatte, die sich ergeben hat, deswegen, weil hier geredet wurde über den Etat des Bundesaußenministeriums. Am Ende ein Gruß und ein Lob des CDU-CSU-Abgeordneten für Bundesaußenminister Steinmeier. Selbst in Zeiten der Großen Koalition ist das bemerkenswert.